Was geht? Ich bin sehr aufgeregt. Aber ich freue mich sehr. Wegen dem Ref? Ja, wegen den anderen Sachen, die wir ja noch dann erzählen. Ja, so. Verstehe ich. Wir müssen uns ja so ein bisschen ranhalten. Was wollen wir denn jetzt schon erzählen? Gar nichts, oder? Ja, doch. Also ich würde es definitiv vorher erzählen. Vielleicht wollen wir erstmal erzählen, was wir heute aufmachen, was heute noch geplant ist. Und dann würde ich schon darüber erzählen, oder wie meinst du? Ja, doch, können wir machen. Okay. Warum sitzen wir hier und machen mal wieder Pokémon-Karten auf? Genau, wir haben heute Großartiges geplant mit euch. Und zwar erstmal, wir fangen erstmal eigentlich schon fett an, aber im Vergleich zu dem, was heute noch kommen wird, leicht an. Dalu und ich haben Pokémon 151 Karten. Das ist ein neues Set, was unglaublich geil ist. Das sind die ersten 151 Pokémon in einer Neuauflage, aber neue Kartendesigns. Also, aber es tauchen die ersten 151 Pokémon auf. Da sind sehr, sehr schöne Karten drin. Ich weiß nicht, was der Hit ist. Dalu wird sich wahrscheinlich informiert haben. Ich weiß es, ja. Ja, ich habe halt ein Blind Opening gemacht und die Illustration Rare Karten sehen sehr geil aus. Da habe ich hier drei liegen. Die machen wir auf und erzählen euch noch, was heute sonst so passiert, weil wir haben ein sehr, sehr großes Announcement. Und zwar haben Dalu und ich beide einen neuen Partner, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Willst du mal übernehmen? Ja, wir sind jetzt, also mein Chat kennt schon länger, bei dir ist ja neu, das habe ich habe ja dir ganz oft davon erzählt. Ja. Ich bin ja richtig dicke mit den Card Buddies und ich arbeite auch schon viel mit den Card Buddies zusammen, aber eher so, dass ich halt bei denen shoppe und so ein bisschen halt was zugeschickt bekomme und so. Und jetzt sind wir offiziell gepartnert mit den Card Buddies, wenn es um einen Card Shop geht. Die Card Buddies haben einen richtigen Laden, also sie haben einen Online-Shop, aber die haben auch einen Laden in Frankfurt, in Hanau, um genau zu sein, zu dem man einfach so hingehen kann und auch eine Menge Produkte findet, plus auch übrigens Turniere spielen kann, in fast allen Spielen, die gerade aktuell ist. Ich glaube, Lorcana wurde jetzt auch aufgenommen und ja, wie gesagt, Lennart zeigt gerade den Card Buddy Shop bei mir. Ich sage euch immer wieder, geht bei den Card Buddies auf die Online-Seite, wenn es um Pokémon-Karten geht. Bin ein Riesenfan. Post kommt super schnell an. Die Jungs sind super, super nett. Mittlerweile auch ein sehr, sehr großes Team. Und wir sind jetzt mit den Card Buddies gepartnert, bekommen ein bisschen was immer zugeschickt jeden Monat. Und es gibt sogar einen Rabattcode, solltet ihr bestellen. Also wir kriegen mit dem Code DALUCARD und oder TRILUX 5%. Ja. Command ist bei mir Ausrufezeichen CB oder Ausrufezeichen Card Buddies. Ja, meiner muss jetzt noch geändert werden. Ich hatte den nämlich vorher schon. Ich hatte den mal einen Command gehabt für, hey, wenn ihr Karten sucht, gebt einen Card Buddies. Aber jetzt müsste der ein bisschen offizieller gemacht werden. Ich habe extra noch auf heute gewartet. Okay. Also bei mir ist er, glaube ich, dann wird er auch so sein Card Buddies sein. Genau. Mein Rabattcode ist mein Twitch-Name, Triluxe. Bei dir wahrscheinlich auch DALUCARD einfach. Ja, genau. Ich habe es auch ändern lassen, einfach auf DALUCARD. Ja. Also wenn ihr da euch was holen wollt, gibt es alles, was das CCG-Herz begehrt. Grading hat Rabatt. Sich nicht geändert übrigens. Es geht hier aber um den Shop. Yes. Grading läuft weiterhin. Genau. 5% könnt ihr sparen, wenn ihr da was bestellen wollt. Und es gibt natürlich auch Vixos. Da hat nämlich einer bei YouTube schon bei mir geschrieben. Ich hoffe, der Partnerwechsel bei mir bedeutet nicht, dass wir dass Vixos aufhört. Aber ihr seht, es gibt natürlich auch Vixos bei den Card Buddies. Da können wir auch nochmal zusammengehen. Und ich sehe schon, ja. Es sind gerade ein paar Leute auf der Seite, glaube ich. Weil es lädt gerade ein bisschen länger als sonst. Mal gucken, was da heute noch geht. Lorcana wird auch noch kommen. Da haben wir die Info auch vom Sascha bekommen. Die haben übrigens auch einen YouTube-Kanal. Ich guck mal, ob ich nicht doof bin. Hier folgt uns auf YouTube. Da seht ihr den Sascha auch mal. Auch einen relativ großen YouTube-Kanal. 50.000 Abonnenten. Und da seht ihr einmal den Sascha. Das ist der Sascha, der hier seinen Shop vorstellt. Wobei, das ist jetzt die ältere Shop-Tour. Da gibt es schon eine neuere. Ne, großer Shop in Hanau, könnt ihr vorbeikommen. Hier kann man spielen, hier gibt es die ganzen Karten. Könnt ihr auch live vor Ort vorbeischauen. Ob es dann genau mit dem Rabattcode Trilux oder DALUCARD klappt, wenn du da vor Sascha stehst, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber im Online-Shop könnt ihr halt 5% sparen. Genau, und wie gesagt, vorbeikommen ist auch eine Möglichkeit, denn wie gesagt, Turniere werden gespielt. Also wer selber mal Spiele oder Turniere spielen will, an jedem Wochentag oder an fast jedem Wochentag ist ein Kartenspiel als Turnierformat da. Also das heißt, da gibt es auch eine ganze Menge, wenn man mal zocken möchte. Und ich glaube, die sind bald vielleicht sogar so weit, Turniere offiziell veranstalten zu dürfen. Das heißt, es wird sogar bald Tournament-Winner-Karten geben, was ziemlich cool ist. Und sehr unique eigentlich. Ich habe jetzt gerade den Squad-Stream gestartet für alle, die fragen. Ja.
So, und jetzt ist es ja so, wir sitzen heute hier, wir machen heute Karten auf. Wir sind aber heute auch beim Pokeref drin. Zum Start der Partnerschaft haben wir uns nämlich überlegt, dass wir einen fetten Banger machen wollen. Und es gibt gleich noch ein dickes Announcement. Und zwar ist ja der Pokeref nach wie vor am Start. Der macht das mittlerweile alle 2 Wochen um 21 Uhr. Das heißt, in 50 Minuten geht's da los. Der macht heute auf First Edition Team Rocket. Da sind wir mit 4 Packs drin. Ich bekomme ein Pack. Dalu bekommt ein Pack. Der Sascha bekommt auch ein Pack von Card Buddies. Also, den ihr gerade im Video gesehen habt. Der ist nachher dann auch im Voice dabei. Und es gibt noch ein 4. Pack, was an euch verlost wird. Also einer aus den 3 Chats, Sascha wird das nachher auch streamen, wird auch eins der Packs vom Pokeref bekommen. Das werden wir dann wahrscheinlich so machen, weil es kein Tool gibt, wo du aus 3 Chats einen Gewinner auslosen kannst. Jeder zieht aus seinem Chat einen Gewinner. Also ich ziehe zum Beispiel Shoki, Dalu zieht Nara292 und Sascha zieht Timmy98. Und dann haben wir 3 potenzielle Gewinner, die wir dann noch mal über ja, sag schnell, random.org oder so raus. Und dann gewinnt einer von den 3. Ja, dann müssen wir nicht alle Zuschauer in einen Chat schicken, aber einer von euch kann heute, ohne auch nur 1 Cent ausgegeben zu haben, ein First Edition Team Rocket Pack vom Pokeref geöffnet gewinnen. Das waren, ich glaube, $450 pro Pack. Und genau, das hat der Sascha, beziehungsweise die Card Buddies haben das möglich gemacht. Deswegen schaut da sehr gerne natürlich mal bei denen vorbei. Dank denen bekommt ihr heute Pokeref. Und bei mir haben sich sicherlich ein paar gefragt, ich hatte ja bis zuletzt noch einen anderen Partner rund ums Thema TCG, warum ich den Partner denn gewechselt habe. Das hat einen Grund, denn wir haben natürlich bei den Card Buddies die Möglichkeit, vor Ort auch was zu machen. Die haben ja den großen Shop und da möchten wir ab Anfang November was starten und ausprobieren. Willst du erzählen? Soll ich das wirklich übernehmen? Also was will man? Wir sollen das jetzt schon announcen. Ich würde es jetzt schon announcen, ja. Wir haben was auf den YouTube-Videos am Anfang. Also wie gesagt, wie Lennart gerade gesagt hatte, mit den Card Buddies zusammenzuarbeiten, gibt uns den Vorteil, dass es halt einen Shop gibt, der lokal vorhanden ist, wo wir hingehen können. Und die Card Buddies mit uns so weit zusammenarbeiten, dass sie uns die Möglichkeit bieten, ebenfalls etwas über ihren Shop zu verkaufen. Und zwar hat der Lennart einige Sachen, die er loswerden möchte. Und ich bin da gerne mit dabei. Und er bringt gerade schon die Box bei sich ins Bild. Wir möchten nämlich wie der Pokeref und deswegen heute nochmal aus nostalgischen Gründen eigene Boxbreaks machen mit theoretisch Zuschauern vor Ort, wenn sie Bock drauf haben. Ja, also ich habe ja, wie viele von euch wissen, sehr viele alte Boxen auch aus der Wizards of the Coast Side. Eine First Edition Based in Deutsch zum Beispiel, sonst habe ich jede Box aus der Wizards of the Coast Side, auch First Edition, soweit das gibt, aber ich habe auch Skywitch, ich habe Legendary Collection. Wir wollen starten mit einem First Edition Base Set Box Break in Deutsch, wo Dalu und ich dann beide in Hanau vor Ort im Laden der Card Buddies sind. Ihr könnt genau wie beim Pokeref im Grunde euch ein oder mehrere Packs aus den Displays holen. Wir machen die vor euch auf und das Coole ist, da es ja den Shop gibt, haben wir uns überlegt, es wäre auch geil, wenn die Leute, die wirklich sagen, man geht hier rein und so eine Box kostet halt 15... Ganz kurz, ich will nicht unterbrechen, aber bei mir wird schon geschrieben, der Laden wird sehr voll. Dazu kommt Lennart, nicht zu früh halten. Nee, also ihr könnt da nicht den Laden stürmen. Dieses Display hier konkret kostet so um die 15.000 Euro. Dementsprechend ist so ein Pack halt auch teuer. Dass wir gesagt haben, also wenn Leute da wirklich reingehen, fänden wir es cool, wenn die Leute auch live vor Ort sein können. Das heißt, die Leute, die sich dann vielleicht wirklich überlegen, ein Pack zu holen, ihr könnt auch, wenn ihr das möchtet, müsst ihr natürlich nicht, an dem Tag, wo wir den Boxbreak machen, und der Termin steht schon fest, das ist der 5. November um 14 Uhr, auch nach Hanau kommen, in den Laden der Card Buddies, uns da live dabei zusehen, wie wir eure Packs aufmachen, und ihr könnt die Karten dann quasi direkt mit nach Hause nehmen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr natürlich aus Berlin kommt und sagt, für so einen kurzen Boxbreak nach Hanau, müsst ihr natürlich nicht machen, aber die Möglichkeit wäre da. Es wird dann natürlich verifiziert, ob die Person auch wirklich ein Pack hat. Dann könnt ihr euch mit uns da hinsetzen und uns dabei zusehen, wie wir quasi euer Pack aufmachen. Wir können danach auch Meet and Greet machen, Fotos machen. Wir haben Autogrammkarten und alles da, also ihr könnt dann auch wirklich live dabei sein, vor Ort, und euch das angucken. Ja, es gibt dann aber auch noch die Möglichkeit für die Leute, die dann vor Ort sein sollten, zusätzlich zu den Packs, die sie gekauft haben, auch was zu gewinnen. Und für die Leute, die nicht vor Ort sein können und auch keinen Pack haben und im Stream mit dabei sind, auch für euch wird es jedes Mal was zu gewinnen geben. In beiden Chats. Also sowohl bei mir als auch bei Trilux. Also ne, die Zuschauer im Livestream können was gewinnen. Die Leute vor Ort kriegen neben ihrem Pack auch noch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Wenn man natürlich vor Ort ist,
naja, die Chance zu gewinnen ist natürlich wesentlich höher, weil natürlich wesentlich weniger Leute da sind. Aber wie gesagt, gibt es auch für die Zuschauer zu Hause was. Ja, wir wollen halt einfach eine geile Show drumherum machen. Das ist jetzt natürlich auch ein großer Test, weil es natürlich auch schwer abzuschätzen, wie viele Leute da jetzt tatsächlich mit dem Pack reingehen. Die sollten jetzt übrigens auch schon im Shop live sein. Es ist immer so, dass ich möchte auch selbst ein Pack haben und Dalu kriegt von mir auch immer ein Pack. Also es sind immer zwei Packs automatisch vergeben. Die werden genau wie beim Pokeref auch gemischt und random zugelost. Also du hast keinen Einfluss darauf, was du bekommst. Und wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr unter Events und dann war es bei Boxbreak. Sollten wir jetzt auch schon. Bei mir super langsam. Ja, bei mir auch. Also Sascha hatte schon gesagt, die Admins, die haben schon die Info bekommen. Genau, hier sind sie. First Edition Base Set Boxbreak. Preis 420, aber auch da gehen die 5% Rabatt. Normalerweise wird so ein Booster schon um die 420 Euro kosten, aber ich habe gesagt, ich finde 399 ist ein optisch besserer Preis. Das heißt, im Grunde verkaufe ich die Box jetzt für weniger, als ich sie einfach so verticken könnte. Ein Display oder Quatsch, ein Booster würde dann 399 kosten. Also nutzt da auch den Rabatt. Den Rabattcode auf jeden Fall eingeben, ja. Genau, dann kommen wir da auf 399. Genau, aber mir war ja immer wichtig bei den Boxen, die ich habe. Ich hätte die auch alle einfach so verkaufen können. Ne? Aber ich habe die ja damals gekauft als Sammlung und ich wollte unbedingt die Box behalten. Und ich habe halt überlegt, wie machen wir das? Verticke ich die Boxen alle? Die liegen jetzt bei mir alle im Bankschließfach. Ich will auf jeden Fall den Karton behalten. Deswegen haben wir gedacht, so ein eigenes Pokeref-Format wäre schon geil, weil dann sehen wir, was in den Boxen drin war. Wir können ein geiles Format drumherum bauen und am Ende habe ich, die ist übrigens leer, die ist schon geöffnet, das war die, die ich schon mal aufgemacht hatte. Dann kann ich mir immerhin den Karton irgendwo schön hinstellen. Das war die Idee. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und findet das cool. Und es ist natürlich völlig klar, dass da auch Sets dabei sind, die preislich jetzt natürlich für einen Otto-Normalnutzer sehr, sehr teuer sind. Auch 399 für ein First Edition Base Set Pack ist natürlich sehr teuer. Deswegen ist das auch für uns und Card Buddies ein großer Test, aber vielleicht hat ja der ein oder andere Bock. Wie gesagt, Termin steht auch auf der Webseite. Das ist am 5.11., das ist der Sonntag um 14 Uhr geht der Stream live, da machen wir die auf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da ein Pack sichern und mit dem 5% Rabatt kommt er da auf die 399. Weil Slomo gerade sagt, 390, wie auf der Seite steht 420, 5% Rabattcode, Dalukart oder Treluxe, dann kommt er auf die 399. Ja, und wie gesagt, kommt gerne vorbei, wenn ihr ein Pack haben solltet. Und selbst wenn ihr euch natürlich kein Pack holen könnt, ist ja auch immer noch viel Geld, ne? Ist ja immer noch First Edition Base Set. Ihr bekommt auch im Stream erstmal ein geiles Opening, hoffe ich, und auch die Möglichkeit, immer wieder was zu gewinnen, weil wir auch direkt mit den Card Buddies an einer, ja, TCG-Quelle sitzen sozusagen. Das heißt, da wird es immer sehr aktuellen Kram geben. Vor allem, weil die Card Buddies alles abdecken. Yu-Gi-Oh!, One Piece, Lorcana jetzt bald, Pokémon. Wird also sehr viele Möglichkeiten geben. Lennart macht ja immer noch weiter seine Openings zu den unterschiedlichen Kartenspielen. Ja. Lennart, ich sag gerade, gut, dass meine Arbeit in der Nähe ist. Da aber nochmal, bei dem Live-Opening dürfen nur Leute dabei sein, die sich wirklich auch ein Pack gekauft haben. Weil so groß ist der Laden nicht, dass da 1000 Leute als Zuschauer kommen dürften. Also wenn du jetzt sagst, mit deinem Deal, du holst den Pack, jeder darf eine Begleitperson mitnehmen. Also ne, pro Pack plus eine Person quasi. Und genau, bis zu 60 Leute haben da Platz. Es werden, denke ich nicht, wenn 34 Packs verkauft werden, alle 34 Leute kommen. Was ja auch nicht schlimm ist, dann kriegt er die zugesandt, natürlich auch versichert. Das wollte ich nochmal sagen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr geil werden. Ja. Ich glaube, das könnte eine coole Aktion werden. Ich hoffe, das klappt. Ja, ich denke, das wird geil. Setup steht da für die Leute, die vor Ort sind. Wir nehmen uns natürlich auch gerne die Zeit, machen Fotos mit euch. Autogrammkarten haben wir dann auch da liegen. Ihr könnt Sachen mitnehmen, die ihr unterschrieben haben wollt. Also wir wollen ein cooles Format machen. Ihr könnt live dabei sein und wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne bei den Card Buddies auf der Webseite vorbei. Und damit wir das Ganze ordentlich zelebrieren, haben wir heute natürlich gesagt, wir gehen auch nochmal beim Pokeref rein und das haben die Card Buddies gesagt, yo, wir sponsern euch beiden hier ein Pack. Sascha wollte auch ein Pack haben, der ist dann gleich auch im Voice dabei, dann hört er den Sascha auch nochmal und ihr könnt heute ein Pack gewinnen. Wir sind gerade schon im Chat, die Card Buddies, also Sascha wahrscheinlich. wird der Laden für die Zeit dann geschlossen? Das ist sozusagen, also wir wollten erst Ladenschluss machen, ich weiß gar nicht, ist der Laden, also Laden ist ja sonntags wahrscheinlich, ist der 5.11. müsste sonntags sein, da ist der Laden sowieso geschlossen. Ist also wirklich nicht da, um den normalen Trubel im Laden zu stören. Also wir sind davon außerhalb der Öffnungszeiten, ja. Ja. Genau, wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Aber wie gesagt, Sascha ist nachher auch, wenn es mit dem Pokeref losgeht, auch mit uns im Voice dabei. Dann hört ihr den Sascha auch mal.
Der ist auch super korrekt. Ich denke, viele kennen von euch ja wahrscheinlich auch von einem YouTube-Kanal mit 50.000 Abonnenten. Bei mir schreibt schon gerade einer, Sascha ist eine coole Socke. Wir sind gleich eh zu dritt im Voice. Wenn ihr da noch irgendwelche spezifischen Fragen habt oder wir haben irgendwas vergessen, könnt ihr natürlich gerne fragen. So, wollen wir mal rein hier? Ja. Bei mir wird gerade gefragt, Versand in die Schweiz möglich. Ich glaube, das sollte kein Problem sein, oder? Ich glaube, Versand in die Schweiz geht nicht. Geht nicht? Nee, hatte ich. Hatte ich Sascha gefragt. Es gibt aber Services, wo ihr Sachen hinbestellen könnt, quasi. Die Schweizer wissen das. Wenn Sachen nur innerhalb der EU geliefert werden, geht das halt erst dahin und die schicken das weiter. Ansonsten im Einzelfall, da können wir auch nochmal mit Sascha reden, wenn ich dann eh wieder zurück in die Schweiz fahre. Könnte ich natürlich überlegen, ob ich die Sachen mitnehme und ich verschicke die dann von hier, wenn da jetzt wirklich so ein großer Ansturm von Schweizern sind, die sagen, Alter, ich will unbedingt ein Pack haben. Müssen wir mal schauen, aber eigentlich innerhalb der EU, weil, ja, ihr wisst ja, wie das ist, die Schweizer mit dem Zoll und so, das ist alles immer ein bisschen, macht alles sehr viel komplizierter und schwierig. Was ist denn das hier mit den Boostern? Die fühlen sich qualitativ ganz anders an. Ich bin froh, dass sie sehr gut aufgehen. Ja, genau, die gehen sehr gut, aber ich bin kein Kartentrick, ne? Man macht keinen Kartentrick, oder? Nee, weil hinten kann die Energie Holo sein und da musst du nach Swirls handeln. Weltrekord sind gerade 6 Swirls, meine PB ist 3. Okay. Mal gucken, dass ich hier ein bisschen, glaube ich, näher ranzoome noch. So. Machst du die gerade zum ersten Mal auf? In Englisch, ja. Ich habe Japanisch ganz viel geöffnet. Okay. Lang ist's her. Ja. Reverse Holo ist jetzt aber wieder ohne Meisterball, ne? Ich fand das so geil. Du hast immer 2 Reverse sogar. Ja. So, und jetzt keine Holo-Energie, ne? Nicht das, was ich haben wollte, aber. Also, die hätte ich gerne als Illustration, ja. Aber Bisaflor nehme ich erstmal mit. Muss ich ja viel mehr sleeven. Aber dafür kannst du ein Masterset viel geiler voll machen. Also 2 Reverse hast mittlerweile. Ja. Eigentlich ganz cool. Pack ich mir mal wieder hier hin. Schön wieder rausholen. Du sleevest ja wahrscheinlich nur deine Hits, ne? Ja. Die normalen Holos, die sleeve ich immer später. Bekommt man die Karten dann vor Ort schon im Sleeve? Ja klar, also wir werden euch die Karten einpacken. Wir werden die, also wie der Pokeref das macht, ne, der packt die fetten Hits in einen Soft Sleeve, in einen Toploader rein und packt die dann nochmal in so eine Tüte. Also die werden natürlich auch sicher zu euch versandt, wenn ihr euch dann ein Pack holt. Und ich denke, ihr seht ja, wie Dalo und ich die Packs aufmachen. Wir haben ja beide schon auch viele Karten aufgemacht. Also wir werden natürlich versuchen, dass da nicht ein einziger Kratzer in die Karten reingeht. Ja, ja, da sind wir natürlich. Also dann nochmal extra vorsichtig. Also die werden bei euch sleeven. Also ist ja auch in unserem Interesse, dass ihr die Karten im möglichst geilen Zustand bekommt. Wenn wir da eh zu zweit sitzen, kann der eine die Karte dem anderen geben und der packt die direkt ein oder so. So dachte ich auch, ja. Dass derjenige, der die aufmacht, die Holos sleeft und der andere sitzt daneben und packt die kommen. Also wir werden alles sleeven. Ich glaube, der Pokref, der sleeft nicht mehr alle Karten. Gutes Problem mit dem Fokus, leider. Will mal drauf achten, ein bisschen. Das ist eine coole Karte hier. Oder Pantymos, Mr. Mime. Die fand ich cool, ja. Okay, keine Holo. Das Gengar Artwork, ja, es ist das Gezeichnete, ist ganz oft da drin in 151. Ja, das hatte ich auch schon. Wie sieht das dann preislich aus? In welchem Rahmen bewegt sich das? Also ein First Edition Base Set Booster, also diese Box hier, die geht für rund 15.000 Euro. Wir verkaufen jetzt ein Pack für 399. Also am Ende habe ich weniger raus, als wenn ich die Box einfach so verkaufen würde, aber. Die war sogar mal bei 30.000 im kompletten Pokémon-Hype. Dalo und ich hatten ja schon vor 2 Jahren überlegt, sowas zu machen. Aber da waren die Boxpreise teils so insane, dass wir wussten, im deutschsprachigen Raum wirst du den Kram halt nicht los. Aber mir war halt immer wichtig, dass ich die Box behalten darf. Das ist natürlich noch immer sehr, sehr, sehr viel Geld. Holo, aber das sind halt die Preise, weil die sind halt über 20 Jahre alt, die Displays. Das sind halt die Preise für diese Boxen einfach. Und die bestimmen dann natürlich auch den Preis von so einem Pack. Ja, 15.000 ist sogar gut runtergegangen.
Ja, die waren mal, sogar die Deutschen waren mal bei 30.000, 2021, wo das so fett im Hype war. Bei mir wird gefragt, gibt es noch Booster zu diesem Set zum normalen Preis? Du meinst jetzt wahrscheinlich aber 151, ne? Da kannst du auch bei den Card Buddies gucken. Also Base-Set zum normalen Preis natürlich ich. Evolutions war das, was am nächsten dran war. Oh, ich glaube, ich habe einen Hit. Ich sehe einen anderen Rand. Oh, das gefällt mir ganz gut. Dragonite. Eine Holo-Energie. Und jetzt suche ich nach Swirls, oder wie? Ja. Null. Hä? Nee, wackel mal richtig. Oh, ich habe auch eine Holo-Energie. Sehst doch. Ich habe ein Swirl, zwei, drei, vier? Vier! Ich habe... Eins, zwei. Wenn ich jetzt nicht blind bin, habe ich null. Das ist die beste. Ich habe vier Swirls. Eins, zwei, hier am Rand. Drei, vier. No Swirl. Viel besser. No Swirl ist weak. Viel seltener. Vier ist fett. Let's go. Ganz lustig mit der Anzahl der Swirl. Noch eine gute Frage, das haben wir auch vergessen. Kuba fragt, was ist das abgesichert? Nur selten. Ist das abgesichert, falls da je Scam drin sollte, wie beim Pogref? Für die, die es nicht mitbekommen haben, Pogref hat einmal ein Gym Challenge Display japanisch aufgemacht und da waren Fake-Karten drin. Das Ding ist, das komplette Risiko trage ich da eh, weil ich habe die Boxen zwischen 2016 und 2019 gekauft. Das war vor dem großen Pokémon-Hype. Deswegen bin ich da eigentlich, und eigentlich auch nur aus vertrauten Quellen. Meine Skywitch-Box habe ich zum Beispiel beim Pokref selbst damals gekauft. Also wenn da Fake-Karten drin sind, das wäre wild. Aber für den Fall, dass da Fake-Karten drin sind, habe ich halt Pech gehabt. Dann kriegt natürlich jeder die Kohle zurück, die er für die Packs ausgegeben hat. Da haftet ihr natürlich nicht für. Aber ich bin mir sehr sicher, dass alle Boxen legit sind, die ich damals gekauft habe. Ich habe hier gar nichts heute. Aber bisher wäre ich auch noch gescammt. Nicht? Kabutops. Obwohl die Promokarte in der ETB sehr schön ist. Oh, das war ja schon ein... Ah, nee, gar nicht. Da liegt noch ein Pack. Ist das Relaxo da oben? Ja. Na, ETB habe ich auch noch da. Werde ich auch noch mal reingehen. Es waren 5 Swirls auf der Karte, oder? Ja, 7. Aber irgendwer will noch einen 5. Swirl gesehen haben. Dann guck ich mir nochmal an. Nur Swirls. Ich glaube, die Karte war geswirlt. Soll der 5. sein? 1, 2, 3, 4 sehe ich. Wo soll der 5. sein? Da? Der halbe da? Naja. Ist schön. Schönes Artwork auch. Leftovers. Oh, Blastoise. EX. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin kein Fan von den EX-Effekten. Nee, finde ich auch nicht so schön. Finde ich sehr weak irgendwie. Das ist ja generell was. So die normalen Holo-Karten, die sind ja nichts mehr wert, auch wenn die cool aussehen zum Teil. Die EX-Karten, ja. Haben auch nicht so schöne Holo-Effekte, aber dafür sind die Illustration Rares halt echt sehr, sehr geil. Ditto. Aber davon gibt es wiederum zu viele. Diese Art, also die Character und Art Rares und so weiter sind ja mittlerweile, wenn du einen Display hättest, sind die ja sau oft vertreten. Ja. So, Pokémon aus der Sicht eines normalen Sammlers oder Spielers ist natürlich geil. Du bekommst deine Karten eigentlich relativ schnell zusammen. Aber One Piece zu öffnen macht mir momentan mehr Spaß. Gesundheit. Okay. One Piece hast du halt sehr geile Karten drin, visuell. So, weißt du, hier finde ich, sehen viele Karten. Also ich finde zum Beispiel, du sagst ja, das Mr. Mime Artwork gefällt dir sehr gut, ne? Yes. Das ist ja das hier zum Beispiel. Ich finde das Gesamtbild der Karte nicht mehr geil in Pokémon. Also die Karte an sich, nicht das Artwork, sondern einfach nur, wie die Karte mittlerweile aussieht, finde ich nicht mehr schön. Ich bin mittlerweile absolut kein Fan mehr von dem Silberrand. Ich finde auch, dass der Holo-Effekt nicht auf dem Silberrand sein dürfte. Der Rahmen von innen okay,
Aber der Rand-Holo gefällt mir auch nicht bei denen. Habe ich bei meinem letzten Unboxing auch schon gesagt, das finde ich nicht geil. Ich finde die Karten nicht mehr schön. Das Ding ist, bei One Piece habe ich aber kein Glück. Ich habe da jetzt auch schon einige Displays aufgemacht, ich ziehe nur Kacke da draus. Komm, jetzt können hier nochmal. Die singen. Oh, neue Swirl-Karte vielleicht. 3. Oh, 5. Das sind wirklich 5. 1, 2, 3, 4. Das Artwork ist auch geil. Schön gemalt. Vielleicht doch nur 4. Da so ein angedeuteter. Also ich sag dir, in meiner ETB ist kein Hit. Ja, bei mir, ich dachte ja echt, das wäre das Monster-Set, weil ich aus einem Booster-Bundle die 3 Illustration Rares gezogen habe und aus den 4 danach habe ich nur das Glumanda noch bekommen. Also mein erstes Booster-Bundle war insane. Achso, genau, gute Frage noch. Wenn ihr jetzt auch in Zusammenarbeit mit den Card Buddies die Box-Sprays macht, wie oft plant ihr sowas? Haben wir auch gar nicht gesagt. Das wollen wir einmal im Monat machen. Weil das Ding ist, für mich sind das halt 5 Stunden Anreise nach Hanau mit dem Auto, 5 Stunden zurückfahren. Für Dalu sind es auch ein paar Stunden. Ich glaube, von der Erklärung her wäre es, glaube ich, besser zu sagen, 2-mal in 3 Monaten. Ja, also im Optimalfall. Also vom Timing her. Ja, also. Im Optimalfall schaffen wir es einmal im Monat, aber wir haben ja auch ständig an den Wochenenden Termine und so. Wir versuchen es ungefähr alle 4 Wochen zu machen. Kann sein, dass es da mal 6 Wochen Pause dazwischen sind. Jawohl! Oh, dann kriege ich sowas. Eine der schöneren. Vannis Charisma. Eine der besseren auch. Nice. Und, oh mein Gott, 4 Hits. Vaporeon Holo noch. Und noch 19 Swirls. 0. Ne, 1, immerhin. Mit 4 war ich schon gut dabei. Giovanni's Charisma ist eine sehr gute Karte. Wieso nach Hanau? Weil die Card Buddies da ihren Shop haben und da werden wir die Vintage Box Breaks machen. Es wurde noch ein zweiter Swirl gesehen von der Karte. Uiuiui. Also die müssen eindeutig sein. Bei mir hat gerade jemand einen 5. sehen wollen, das war aber nur so ein halbes Ding. War ein Troll bei dir. Ja, aber die vier waren legit bei mir. Farfetched. Mann, ich habe aber gerade, also bei mir, ja gut, das Dragoran ist ganz cool, hatte ich aber auch schon. Giovanni. Mal schauen, ob der Pokeref uns was Schönes eingetütet hat nachher. Also ein Dark Turtok oder Dark Glurak wäre natürlich fett. Also mein Traum wäre immer noch das Raichu. Habe ich selbst gezogen, das habe ich schon. Hat PSA dann aber falsch gelabelt. Die haben vergessen, First Edition reinzuschreiben. Ja, PSA hat bei mir momentan auch wieder gut reingeschissen. Mit den kaputten Karten. 2 kaputte Karten. Das ist frech. Und 2 teure auch noch. Oh! Alakazam! Die Ex-Illustration Rare. Die sieht aber sick aus auch. Also die alleine machen das Set so geil. Mir geht's gleich weiter. Ich muss wieder was aufmachen. Oh, ein guter Zentrierung, ey. Das ist auch eine der besten. Es gibt gar nicht so viele von den Full Art Alternativen. Also da ist schon ein Big Hit. Die sieht auch geil aus. Oh mein Gott, die ist gut zentriert. Meine anderen waren übrigens ordentlich beschädigt hier, die anderen, die ich hier unten liegen habe. Das ist mit Abstand die beste, die ich habe. Oh shit. Also die wird direkt gesleeved. Ja, bei mir wird gerade gefragt, und dann, weil wir noch nicht drüber geredet haben, ja. Nehme ich aber deine Meinung trotzdem. Wenn ihr das so oft geplant habt, denkt ihr, ihr werdet auch mal ein Modern-Set aufmachen? Ja, das Ding ist, dass bei so einem Modern-Set, also man könnte vielleicht überlegen, ob man sagt, man macht den Vintage-Box-Break und macht danach vielleicht noch was hinterher. Da könnten wir mal überlegen, je nachdem, wie das zeitlich passt. Aber das Ding ist, bei einem Modern-Set ist es ja so, die sind natürlich deutlich günstiger, die Packs. Ich glaube, das sind so viele Leute, die sich da ein Pack holen würden, dass das den zeitlichen Rahmen vielleicht sprengt. Weil das Ding ist, wir planen ja beide an dem Tag anzureisen. Das heißt, wenn ich um 14 Uhr den Stream anmache,
muss ich um 7 Uhr morgens hier losfahren aus Zürich. Da muss auch früh los und ich würde am liebsten natürlich am selben Abend wieder zurückfahren. Das ist ohnehin schon sehr viel Zeit, die wir da extra rein investieren. Hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber kann man vielleicht auch mal überlegen, ja. Könnte ja so ein richtiges Special Opening mal machen. 1000 Booster Packs. Hat der Pogreif auch mal, aber die müssen durchgeballert werden. Ja, ja, klar, da geht's um die Hits. Ja. Sowas wäre als Charity-Stream ganz geil vielleicht, wenn man sagt, pass auf. Oh, das wäre nice, ja. Und dann ballern wir da 1000 Packs. Das ist dann einfach ein paar Euro teurer und das geht an Charity oder so. Aber das wäre eine geile Idee mit dem Charity-Aspekt. Oh, jetzt sehe ich aber doch ein paar leckere Sachen. Auch gut zentriertes Pikachu. Also die Karten sind echt sick. Ja, aber es geht leider nur noch immer um die Artwork-Karten. Also ja. Außer du spielst natürlich, ne? Wenn du als Spieler hast du sehr, sehr viele schicke Karten dabei. Venusaur EX. Aber so zum Angucken ist der Fokus sehr krass, finde ich, auf die Alternates, also auf die Artwork-Karten gerutscht. Ja, das stimmt. Und die normalen Karten leider komplett außen vor. Was sehr schade ist. Weil wenn wir gleich wieder, wenn wir gleich beim Pokeriff drin sind und du siehst die alten Karten, wenn du eine Holo siehst, denkst du, boah, geil. Und das hast du halt gar nicht mehr das Gefühl. Ja, finde ich auch. Also ich verstehe, warum sie das machen und den Kids da überall eine Holo-Karte reinpacken, aber ganz früher auch geiler, wo jede Holo was ganz Besonderes war. Aber die Artworks in Pokémon immer noch phänomenal. Also die Artists, die sich immer wieder neue Artworks ausdenken. So schöne Bilder bei, finde ich. Oh, das habe ich auch. Schöne Karte. Vaporeon Holo wieder und keine Holo-Energie. Ich habe eine Holo-Energie, aber nur ein Swirl. Aber mir gerade jemand fragt, weil es natürlich auch nach und nach Leute reinkommen, das soll man vielleicht auch gleich beim Pokriff nochmal erwähnen. Das große Announcement rund um Card Buddies war heute, dass Dalo und ich in Zukunft auch Vintage Box Breaks machen. Wir fangen an, 5. November, First Edition Base Set Deutsch. Und die Packs könnt ihr ab sofort bei den Card Buddies im Shop holen. Findet ihr unter Events auf der Seite in der blauen Balken und dann auf Box Break. Dalo und ich fahren dafür nach Hanau in den Laden der Card Buddies und streamen das beide von dort aus und machen die Packs für euch auf. Also sichert euch gern ein Pack, wenn ihr dabei sein wollt. Und ihr könnt sogar vorbeikommen mit einer Begleitperson, wenn ihr ein Pack habt und euch die Karte direkt mitnehmen. Oder die Karten. Bin ich mal gespannt, ob wir wen sehen. Ja, vielleicht gibt es ja schon einen. Haben wir wen im Chat, der sich schon ein Pack gesichert hat? Dann schreibt gerne mal rein. Vielleicht sehen wir da ja paar bekannte Gesichter. Da wär schon mal gespannt, mal so ein paar der Sammler mal zu sehen. Dragonite Reverse, Jolteon Holo und keine Holo-Energie. Salty Rix hat sich eins gegönnt. Sein ist noch am Überlegen. Ah, genau. Und denkt dran, wir haben beide einen Rabattcode, da könnt ihr 5% Moment. Sparen. Bei mir wird gerade gefragt, Hiroki Dayu schreibt, schon geshoppt, aber an dem Tag keine Zeit. Aber du hast dir ein Pack gegönnt? Und Nara auch? Wow. Aber selbst wenn du an dem Tag keine Zeit hast, dann kriegst du ja zugeschickt. Kommen sicher zu dir. Ja. Wir werden die schon einpacken. Ihr kriegt noch Autogrammkarten von Dalo und mir dabei. Ja, exklusive Karte. Yes. Von einem anderen Special-Event eigentlich. Ja. Also ein paar Leute überlegen hier wirklich. Ja, bei mir auch. Pobin echt am Überlegen, aber 420 ist echt eine Stange Geld. Klar ist es. Verstehe ich. Aber nochmal, es sind nicht 420 Euro. Es muss aber so gemacht werden wegen dem Rabattsystem auf der Webseite. Also 5% gehen runter. Ihr zahlt also 399, was ein sehr guter Preis ist für ein
First Edition Base Set Päckchen, Deutsch. Oh, Shiggy, Shillock? Ich hab was Fettes, Dalu. Ah, es ist eine EX-Karte, glaube ich. Alter, wie viele Wasser-Pokémon? Turtok. Arbok, EX. Und wieder dicht. Die hatte ich auch, die fand ich auch nicht schön. Ich habe einen Turtok gezogen. Ich bin kein Fan von den EXs. Die wurden ja relativ gut gehypt. Als sie das erste Mal announced wurden, war man ja wieder so, oh geil, die EX-Karten kommen zurück. Ne, damals, wenn du die alten wieder anguckst, wieder sehr, sehr geil. Aber ja, keine Ahnung. Die EX-Karten, finde ich, sehen mittlerweile aus wie die alten Fake-Karten. Die sieht auch von der Dingens her, von der Belichtung her nicht so schön aus. Ja, also diese Sternchen, also ich finde es auch wirklich nicht schön. Die sieht auch so matt aus irgendwie. Als wäre da so eine Folie drüber. Oh, gute Frage. Habt ihr einen Investment-Guru, der jedes Mal 30k callt, wenn ein Bisasam gezogen wird? Nee, ich denke, wir haben Sascha auch dabei. Wir werden, also die Zeit nehmen wir uns, dass wir euch vorher sagen können, die und die Karte kostet das und das in der PSA 10, weil viele von euch werden die Karten ja auch graden lassen wahrscheinlich. Also eine Preisliste werden wir auch haben für die Hits. Nicht für jede Karte, aber für die Hits. Können wir uns schon ein bisschen vorher auch noch informieren, wie es aktuell ist. Machen wir uns alles offen. Ich muss sagen, also für die paar Packs, die ich jetzt aufgemacht habe, bin ich schon ganz zufrieden. Ich absolut nicht, aber es ist schön, mal wieder Karten zu öffnen. Das goldene Mew! Das ist eine der besten. Also hier klingelt es ja richtig rein. Ich weiß nicht sogar, wenn es sehr geil, Lennart. Und die Zentrierung ist insane auf der Vorderseite. Ich hoffe, ich werde nicht... Was sagst du wieder zu meiner Zero Swirl Energie? Ist auch golden übrigens. Ja. Willst du tauschen? Ja, wenn du willst. Würdest du dir geben. Ist auch selten mit null. Ja, ich guck mir die nochmal kurz von hinten an. Ach du Scheiße. Nein! Ich dachte gerade, ich habe hier nur 10. Ein kleiner Mini-Stippen hier unten. Ach, blauer Edding, das ist doch kein Problem. 30k. Also ich habe Karten gehabt, die mit so einem kleinen Stipp eine 10 bekommen haben. Ich glaube wirklich, PSA hat mich beim letzten Return beschissen. Da war einer, der hatte einen richtig miesen Tag. Und hat deine Karten angeknabbert und die Folie abgekaut. Ich habe nur brandneue Karten eingegangen. Also von 20 Karten waren 18 brandneu. Ich habe nur 2 Zehner. Ja, beim letzten Mal waren meine Grades auch sehr undankbar im Vergleich zum ersten Mal. Also der hatte keinen Bock, der hat immer einfach 8 gesagt. Wie dieser Dadu-Kart mit seinen Shit-Karten hier, ey. 8, fertig. Feierabend heute, ich muss los. Wochenende. Dann noch ein bisschen Luft in die eine reingepumpt. Das Mew ist sick. Mal gerade nicht. Gold Mew ist auch sehr geil. Gerade wollte ich nochmal gucken. Oh, irgendwer hatte nochmal was gefragt. Ach so, genau, das wollte ich noch fragen. Vielleicht mal eure Meinung im Chat, weil wir da auch drüber diskutiert haben. Wie fändet ihr das mit den... Also wir machen jetzt First Edition Base Set Deutsch auf, danach die Boxen sind auch Englisch. Fändet ihr das cool, wenn wir das in der chronologischen Reihenfolge machen? Das heißt, danach wären erstmal Jungle und Fossil dran. Oder sollen wir ein Glücksrad aufbauen, womit wir am Ende auslosen, welche Box als nächstes aufgemacht wird? Weil dann ist es immer eine Überraschung, was die nächste ist. Weil ne, Jungle und Fossil sind jetzt nicht die spektakulärsten Sets. Das ist halt das Ding. Jungle und Fossil hat nicht die Banger-Karten. Dann hätten wir ein Glücksrad und könnten den Zufall entscheiden lassen. Bei mir wird schon Glücksrad gesagt. Ja, bei mir auch mehr Glücksrad, glaube ich. Ja, ich glaube, wir brauchen keine Umfrage machen bei mir. Ich habe auch viel mehr Glücksrad. Ja, ja. Ich finde es auch besser. Glaube ich auch. Also, weil, ne, hatte ich dir ja gesagt. Ja. Das wäre halt cool gewesen, wenn das wirklich so wie die Sets rauskamen. Aber das Ding ist, dann hast du mit First Edition Base Set den Banger und dann Jungle Fossil, was leider die beiden langweiligsten Sets sind. Dann könnte es direkt Legendary Collection sein. Oder Sky Ridge. Oh shit. Eine Sache, wo wir eine Antwort drauf haben, was wir aber nicht gesagt haben. Vielleicht willst du es erzählen. Bei mir wird gefragt, werden die Packs abgewogen? Genau, nee, das machen wir nicht. Also wir wollen es genau wie beim Poker-Ref machen. Ihr holt euch ein Pack, wir mischen die durch, wie der Poker-Ref das macht. Was wir anders haben, der Poker-Ref zieht die Packs so in der Reihenfolge, wie die Bestellung reinkam. Wir werden aber einen Lostopf haben, wo wir Zettel reinschmeißen, mit steht dann Dalukar drauf, Timmy, Abubsta, Sascha und wir ziehen dann für jedes Pack, was wir nehmen,
einen eurer Namen aus dem Lostopf raus. Und so wird es quasi zweimal geschaffelt. Aber alle Packs sind unweighted. So fanden wir das cooler und so wollten wir das eigentlich machen. Boah, die ETBs haben nicht gegönnt bei mir. Komm mit, oh mein Gott, Dalu. Also bei mir hört es nicht also auf. Also hör auf, ey. Dalu, ich sag's dir, Booster Bundles. Bisasam auch. Oh mein Gott, also wenn ich die drei Reihen voll hab. Shigishlock, Turtok habe ich. Lumanda habe ich auch schon, du auch. Und jetzt noch das Bisasam. Let's go. Bei dir im Chat unterschreibt ihr auch andere Karten, zum Beispiel die alten Stream Heroes Karten vor Ort. Sehr gerne, ja. Ja, wenn wer was mitbringt, klar. Also da haben Dalu und ich auch schon drüber gesprochen. Wir haben uns überlegt, pro Signatur 5 Euro auf die Hand, die wir dann natürlich auch versteuern werden. Nee, ihr könnt natürlich, wir machen Fotos mit euch. Ihr könnt mitbringen, was ihr wollt. Wir unterschreiben das. Das ist süß. Andy hat keinen Bock. Also wenn du die Karte einen Meter weghältst, weißt du aber nicht, was da drauf ist, ne? Das ist ja so winzig. Ich muss gerade hingucken, wo ist denn das Pokémon überhaupt? Aber auch geil. Aber die sind schon fett, die Karten. Ich finde die sehr geil. Artwork-Karten, um die geht's halt mittlerweile, ne? Das ist es halt. Ich hab wieder eine Swirl-Karte, aber auch wieder nur einer. 2 ETBs, 3 Hits. Das ist schon hart. Ja. Aber dafür umso besser für euch, wenn ihr jetzt die Karten holt. Die guten Boxen sind noch da. Oder Lennart hat die alle. Also vielleicht habt ihr auch einfach doch Pech. Was meinst du hier? 151? Ja, weil... Ich habe ja keine Hits, aber du hast anscheinend alle. Also Sascha hat mir ein ordentliches Booster-Bundle fertig gemacht, ey. Ja, du hattest deins auch eher. Ja. Hattest du da schon abgewogen, oder was? Also Sascha hat mir auch unter vier Augen gesagt, dass er mich auch sehr viel sympathischer findet. Vielleicht liegt es daran. Hast du übrigens das Video gesehen, kann man moderne Sets noch abwiegen? Habe ich nicht gesehen, ne. Es gibt, also ein YouTuber hat 500 151er Packs abgewogen und in 5 unterschiedliche Kategorien vom Gewicht gepackt. Die besten Hits, 100%ige Hits, waren in den leichtesten Packs. Aber warum? Weil die Codekarte, die in den anderen Packs ist, um das auszugleichen, schwerer ist als die Hits selbst. Ah, okay. Die schweren Packs sind die Nieten. Bei den modernen Dingern und die leichten Packs sind die Hits. Kann Mod vielleicht nochmal einen Command machen? Ich hab dir in den Chat Moment mal geschrieben. Mit Ausrufezeichen Boxbreak. Mit einem Direktlink zu dem Boxbreak. Was habe ich gelogen? Sascha hat geschrieben, Moment mal bei dir in den Chat. Ja, Giovannis Charisma bin ich ganz zufrieden. Glumanda-Karte natürlich super schön. Hier fehlen natürlich die anderen beiden. Die sehen auch alle sehr geil aus. Also ich glaube, wenn du so eine Neuner Plexiglas-Dingens hast, wo die drei Starterentwicklungen drin sind, sehr schön. Ich warte. Sieht man ja gerade die Turtok-Entwicklung. Gleich noch einen Direktlink unter Wasser zu der Webseite. Also unter Events und Boxbreak, dass man das direkt da findet. Oh Gott. So viel Glück bei mir. Bei Dalu im Chat, auf welche Körperteile seid ihr bereit zu unterschreiben? Moment, habe ich das nicht auch bei dir gesehen? Ja, da sind beide geschrieben. Nee, bei dir wird es gar nicht geschrieben, ich wollte es auf dich schieben. Hast du schon mal Körperteile unterschreiben müssen? Arm oder sowas auf der Gamescom bestimmt. Ja, ich habe einen Rücken unterschrieben und ein Dekolleté war mein Highlight bislang. War das Blade oder was? Nee. Beides nicht tatsächlich. Wie streamst du den Boxbreak? Also, wenn du jetzt gleich den Pokref meinst, den streamen Dan und ich beide natürlich auch. Wir werden wieder oldschool sinken. Und wenn wir selber den Boxbreak machen, werden wir das auch beides streamen. Also das ist natürlich auch alles für Twitch geplant, beides. Genau, und wie gesagt, wenn ihr zu Hause seid, habt ihr auch was davon. Das ist doch auch nicht schlecht. Das ist ja insane Luck. Also aber guck mal hier oben. Aufmachen. Guck mal hier oben, ja, außer deine Karten sind halt alle kacke, aber du müsstest gar nicht mehr aufmachen. Die ist leider ein bisschen angeknabbert da oben. Bei den Trainerkarten kenne ich mich ja nicht so aus. Ne? Ich weiß, dass manche von denen ultra gehypt sind. Du hast ja fast nur Giovanni und Erika in dem Set. Also du hast den
theoretisch Trainerkarten-Big Hit aus dem Set. Da ist ja nicht mehr drin. Mit dem goldenen New halt auch. Und die Artwork-Karten, klar, das Glurak, ne? Ich glaube, du musst dir auch nochmal einen Booster-Bundle rumschicken lassen. Ich habe noch eins. Also. Ja, okay. Alles gut, alles gut. Ja, Mist, die hat da oben aber echt einen weg. Sieht man das in der Kamera? Ja, deutlich, ne? Ach, ärgerlich. Aber ich würde gern mal ein Tausender-Opening machen. Ja, also wie gesagt, können wir ja auch nochmal mit Sascha drüber quatschen, wie man das macht. Aber ich denke, so eine irgendwie so ein Charity-Stream. Ein fettes Charity-Event und wir machen einfach Tausender auf. Also fände ich auch geil. So einen ganzen Tag da sitzen, irgendeinen Quatsch labern und Packs hebeln. Fände ich auch geil. Gibt es bei dem Set nur Trainerboxen oder auch Displays? Normale Displays nicht, aber es gibt neu. Moment. Sogenannte Booster Bundle. Das ist so eine Box und da sind 10 dieser Booster Bundle drin. Das ist quasi wie so eine Deckbox und pro Deckbox sind 6 Packs drin. Das heißt, pro ein so ein Ding hast du 60 Packs. Dann hast du bei 151 noch eine Ultra Premium Collection. Da sind, glaube ich, was sind da drin? 18 Packs oder sowas. Die ist übrigens sehr schön wieder. Ich habe sie mal hier ins Bild geholt. Man sieht natürlich nicht viel, weil sie das ganze Bild einnimmt. Aber da sind auch wieder Goldkarten drin. Oder eine zumindest. Ja, ist aber leider nicht so schön. Auch, ne? Ist aber leider nicht so schön aufgebaut wie die. Ja, es gab eine richtig schöne, die Glurak und die, die letzte von Schwert-Schild oder so. Die war auch sehr geil. Was kostet der Spaß? Also so eine ETB, also die Booster Bundle sind leider ausverkauft. Die ETB sind die hier, da sind 9 Packs, glaube ich, drin, richtig? Weißt du es gerade auswendig? Standardmäßig müssten es 8 sein, wenn es ein Special Set ist, müssten 10 sein. 9 finde ich interessant. Es sind tatsächlich 9. Aber es sind 9. Das, ja. Das ist aber anders. Das sind 9. Und die Kosten, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ich glaube 59,95, genau, auf Englisch. 59,95, aber 5% Rabatt kriegt er ja über Code DaluCard oder Code Trilux. Da könnt ihr nochmal 5%, was sind das? 5% von 60 Dalu, 3 Euro, glaube ich. Nochmal 3 Euro weniger. Also 151, also finde ich, ist ein, also die Karten sind halt sick, genau wie Dalu sagte. Die EX-Karten feiere ich auch nicht so. Die normalen Holos natürlich auch nicht, aber die Illustration Rares, die sind sick. Frank Mays hat gerade geschrieben, Ultra Premium hat mir vorhin alle 3 Glurak-Versionen gegönnt, also Glumanda-Versionen gegönnt, nehme ich an. In einer Ultra Premium Collection? Ja. Hast du ja deinen Shigi ja auch theoretisch bekommen, oder? Ja, sogar aus 6 Packs, aber du hast hier eine. Sascha eine fragt UPC. Übrigens gleich nach Discord, aber ja, wir können auch ins Discord gehen gleich. Daran wird es jetzt nicht scheitern. Ja, ist fein. Ach ja. Ach so, noch was, Salo. Ich habe letztens ja darüber gequatscht, über die Ultra Premium Collection. Und habe noch erzählt, da ist eine Metallkarte drin, die wird nicht mehr gegradet. Werden die doch wieder, ne? Hast du es mitbekommen? Wieder, ja, ja. Das ist aber schon länger her. Ja. Also ja, das weiß ich. Oh, gute Frage. Wenn man mehrere Packs bei euch kauft, ist man dann mehrfach im Lostopf oder einmal mit allen Packs? Das könnten wir eigentlich noch absprechen. Man könnte auch mehrmals rein, oder? Jedes Pack einzeln. Denke ich auch. Die Frage ist, dann öffnet also man halt nicht alle hintereinander. Ja, ich versetze mich gerade in seine Situation. Du kaufst da jetzt 4 Packs. Willst du die 4 hintereinander haben oder ist es cool, über das ganze Unboxing verteilt immer mal wieder ein Pack zu haben? Ich glaube, also ich persönlich hätte es lieber cooler findet, verteilt zu sein. Ich auch. Ich hätte es auch lieber verteilt, glaube ich. Also ich würde sagen, wenn du jetzt sagst, sagen, du holst dir 3 machen, Packs, ja. Kann man dich bist dreimal du dreimal drin, ja. Verteilt würde ich ja viel geiler finden, dann weiß ich ja, oh, ich bin gleich nochmal dran. Aber natürlich ärgert man sich dann auch, wenn du nichts hast und im nächsten Pack, oh, Glurak. Ja. Und was man überlegen könnte, da können wir Sascha gleich auch mal fragen, wenn jemand 3 Packs hat, nimmt er ja eigentlich dadurch 2 weiteren Personen die Möglichkeit, eine Begleitperson mitzunehmen. Wenn du 3 Packs hast, kannst du dann auch jeweils nochmal +1 und +1 Begleitpersonen mitnehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Also wir finden es ja auch cool, wenn da Leute sind, die zugucken. Weißt du, was ich meine? Ja. Wird erstmal, wird es eher Hauptweg geben, der mehr als ein Pack kauft?
Also wenn er schon gefragt hat. Oh, was habe ich hier? Ah, nochmal Bisa Floor EX. Der Poker-Ref ist gleich wieder soweit, ey. Ich weiß, ich habe mir das letzte Unboxing angeschaut. Der zieht es noch immer ein bisschen in die Länge, aber ist ja auch verständlich. Wir werden das ja auch nicht durchfliegen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir es wieder gesynkt bekommen wie früher. Oh, jetzt müssen wir ja mit Sascha auch noch sinken. Das ist ja ein Dreier-Sync gleich. Aber ist auf YouTube doch easy. Ja, ein bisschen mal zwei reindrücken und dann geht das schon. Sascha kann uns übrigens auch noch ein paar Halloween-Booster rumschicken, sage ich. Also Sascha, wenn du noch ein bisschen Sachen rumliegen hast, ne, schick immer gern rum. Also Dalo und ich machen alles auf. Ja, ich denke, verteilt ist gut. Bin ich, glaube ich, mach's auch Sinn. Also in 4 Minuten geht's bei mir los. Ich würde mir ganz fix was zu trinken holen. Ja, muss ich auch noch machen. Weil das ist wichtig, ihr wisst auch, ne? Also trinken für Glück. Wasser ist wichtig. Das bringt nämlich Glück. Ich bin sofort wieder da. Jo. Oh, Golem. Ach. Ich habe nur Ach. Den Kopf gesehen und rot. Und ich dachte ganz kurz, es ist ein Glurak, aber es ist Golem EX. Aber ja, naja. So, jetzt habe ich dich umsonst zurückgerufen. Ed, kannst du noch den Direktlink reinpacken zu dem Boxbreak? Also unter Ausrufezeichen Boxbreak, dass er nicht nur der Twitch-Clip ist, sondern auch der Link hier. Warte, ich pack's rein. Dass man weiß, wo man hin muss, weil das ist noch ein bisschen versteckt auf der Seite. Warum sieht den jemand? Ich sehe den auch nicht. Also ich habe gerade auch nur den Twitch-Clip gehabt bei dem letzten. So, warte, schaffe ich, wie viele Packs habe ich denn hier noch? 4, 5 Packs habe ich noch. Ich glaube, die mache ich noch schnell auf. Pokref, der quatscht der eh immer noch ein paar Minuten. Boah, ich bin sehr gespannt. Das ist ja für uns auch ein Riesenexperiment. Das haben wir echt schon lange geplant mit dem selber Boxbreak machen in Deutschland. Bin mal super gespannt. Ich hoffe, das wird so cool, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben da eigentlich relativ viel geplant, dass die Leute hier zu Hause zugucken, Sachen gewinnen können. Dan und ich haben jeden Pack. Und wir fanden es halt cool, dass ihr dann auch wirklich vor Ort sein könnt und euch die Karten direkt mitnehmen könnt, uns treffen. Also ich hoffe, ihr findet es auch so cool. Ich war da ein bisschen aufgeregt heute tagsüber, muss ich sagen. Weil das halt schon sowas ist, wo wir seit 2 Jahren drüber sprechen. Jetzt ist es soweit und jetzt passiert es tatsächlich mit den eigenen Vintage-Boxbreaks. Ich freue mich da sehr drauf. Ah, habe ich ja schon. Oh, schade, aber ja gut. Ja, eine zweite nehmen wir doch nochmal mit. Die ist sogar ein bisschen besser zentriert. Oh, die ist deutlich besser als die erste. Ja, komm. Dann suchst du die halt aus, welche zum PSA geht. Nochmal ein Shillock hinterher. Was? Ich habe nochmal einen Shillock gezogen. Ach ja, ich hatte gerade übrigens gehört, dass du dir gesagt hattest, wegen den, dass wir ja schon seit 2 Jahren machen. Die Autogrammkarten werden auch sehr besonders sein. Hast du die gefunden? Ich weiß, wo sie sind. Ich kann sie jetzt nicht zeigen. Aber okay. Du kannst ja mal erzählen. Wenn du. Ja, okay, pass auf. Also wir haben wirklich schon vor 2 Jahren geplant, so einen eigenen Vintage-Box-Break zu machen. Und Dalo und ich haben dafür eigene Pokémon-Karten quasi designen lassen. Jeder von uns hat eine Trainerkarte, eine Energiekarte. Bei mir ist so ein Schweinekopf drauf, Schweine-Aim. Und ein eigenes Pokémon. Dalu 3, ich 3. Und wir wollten dann immer random eine dieser 6 Karten als Autogrammkarte mitgeben. Genau, also ne, die bekommt man dann auch nur, wenn man dann ein Pack hatte. Also ihr kriegt dann auch eine Custom-Pokémon-Karte von uns beiden da. Das ist wirklich schon 2 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Damals Design von Lady Pew Pew oder Pewie jetzt auf Twitch und Miss Nitrax. Ja, und meine Karten liegen seit 1,5 oder 2 Jahren bei Patrick. Patrick, die muss er dann auch nochmal zurückschicken. Also ihr könnt dann neben den Karten, die wir dann natürlich unboxen, auch theoretisch unsere 6 Autogrammkarten mitsammeln. Ja, also die nehmen wir gerne mit dann zum Unterschreiben bei den Boxbreaks. Die packen wir euch mit rein.
So, ich habe noch zwei Packs, die mache ich noch schnell auf dadurch. Ich glaube, Pogref, der hat ja immer noch sein Intro und so. Und sein Chat geht gut ab, muss man sagen. Ich bin gespannt, ob er die Halucard sagt. Ich habe ihm heute noch mal geschrieben, dass er bitte die vier Namen auf den Packs ändern soll in Trilucard Buddies. Weißt du, Trilucard bist du? Trilucard von Dalucard und Card Buddies? Verstehst du? So? Ja, verstehe ich. Jetzt musstest du nicht erklären eigentlich. Ja, ich war mir nicht so sicher. Aber ich habe die drei, fand ich geil, wie ich die drei Namen verbunden habe. Trill ist drin, Dalucard, Lucard ist drin und Card Buddies ist full drin. Also wenn wir Glück haben, steht auf jedem Pack Trillucard Buddies drauf. Und auf diese Namenskreation warst du jetzt stolz? Ja, ja, da war ich heute duschen, hab so überlegt, boah, ey, was sag ich dem? Und da hatte ich so einen Geistesblitz und dachte, boah, ey, das ist es. Und hab's dem noch schnell, hab ich dem noch schnell geschrieben danach. Nein, du musst rollen. Nein, todernst, hab ich dem geschrieben, ganz seriös. Wenn es irgendwie noch machbar ist, bitte. Hat er dich blockiert? Nee. Dalu, in dein Gesicht rein, nochmal ein Enton für deinen Hate hier. Let's go! Und Aerodactyl, hä, das hatte ich noch gar nicht. Boah, ey, ich sag's dir. Das hässliche Aerodactyl, ich hab gerade den Stream hier auf. Ja, ich find's ziemlich ugly. Das spuckt Feuer oder sowas. Achso, so ein Discord-Call. Sollen wir gehen? Sollen wir wechseln? Ja, Moment, lass mich hier kurz das wegpacken. Okay. Hast du den Link vom Pogref? Ja. Klicke ich rein in den Discord-Channel. Ja. Boah, ey, let's go. Und ich habe noch einen Booster-Bundle da. Also, was habe ich denn da alles Geiles rausbekommen? Das ist ja insane. Ja, du bist fertig. Also, wenn deine Karten jetzt nicht angeknabbert werden. Ein paar sind leider angeknabbert. Also, da werde ich auch ein paar zu PSA schicken von den Dingern hier. Na, schick zu meinem Mitarbeiter. Kann dir da wen empfehlen anscheinend. Ja, Tommy war das. Und wenn die Karte gut wäre, macht er sie kaputt. Okay, so, warte. Hier gehe ich auch auf den Desktop. Hast du den Link vielleicht an? Habe ich dir geschickt, im Discord-Channel. Achso, okay, den habe ich noch nicht auf. So, lieber Pokeref. Ich gehe schon mal ins Discord. Ja. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt rein mit Sascha. Nochmal, wer dabei sein möchte, 5. November... Boxbreak, Vintage mit Dalu und mir auf der Card Buddies Webseite unter Events Boxbreak. Hier habt ihr die. Nochmal, der Preis ist nicht der Finale. Ihr habt nachher beim Checkout die Möglichkeit, einen Code einzugeben. Mit Code Trilux spart ihr 5%. Kostet ein Pack 399, was deutlich unter dem ist, für was ich die Box hätte verkaufen können. Ist natürlich trotzdem noch viel Geld. Also habe ich natürlich vollkommenes Verständnis, wenn Leute sagen, ist mir zu teuer. Ganz klar. Aber ich denke, das ist eigentlich für ein First Edition Base Set Pack ein guter Preis und ihr habt dann die Möglichkeit, auch live vor Ort dabei zu sein. Ich hoffe, ihr findet es cool. Ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass das auch alles soweit klappt und wir dann da einmal im Monat die Packs aufmachen können. Ich mache mal kurz noch Fullcam. Such mal eben Pokeref. Oh Gott. Unboxing. Hello? Stimmt, die musst du noch aufmachen. Ja. Hallo. Hallöchen. Ja. Oh, da sind wir. Wie geht's? Alles fit? Ja. Bin sehr gespannt jetzt. Warte, wie haben wir das denn hier gemacht? Also, der ist noch nicht live, ne? Nee, der ist noch nicht live. Tatsächlich nicht. Okay, hi Chat. Okay. Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt jetzt, ne? Erste Mal Pokeref für dich? Oder? Erste Mal Pokeref, tatsächlich. Bei mir wird gerade gefragt, bei den Buddies kann man nur 7 der 151er-Tins kaufen. Ist es nicht möglich, alle zu bekommen? Es kann sein, dass die einzelnen gerade schon ausverkauft sind. Es müsste aber noch das komplette Display da sein. Guck gerade mal. Das habe ich, glaube ich, auch gesehen, das Tin-Display. Genau. Schau sofort mal rein. Also wir hatten, wie gesagt, die einzelnen drin gehabt. Dann gibt es ja das komplette Display. Es sind ja 10, das heißt 10 ist ein Display. Müsste eigentlich noch da sein. Mal ganz kurz Steam und so aus, Mann. Übrigens für alle, die jetzt die Stimme nicht erkennen, das ist Sascha von Card Buddies. Der Hallo. Ist heute auch mit dem Pack drin. Genau, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Wie wollen wir denn die Reihenfolge machen, wer welches Pack hat? Das sollten wir vielleicht vorher mal sagen. Dass wir wissen, Pack 1 ist, was weiß ich, Dalu. Und das letzte Pack ist das Giveaway-Pack. Oh, wie machen wir das? Das ist eine gute Frage jetzt, ehrlich gesagt. Wollen wir es einfach alphabetisch machen? Nein. Irgendwas Random Faktor muss rein.
Ja, das ist doch random, ob du nein, Lennart oder Sascha heißt. Ja, okay, wir sagen, ja scheiße, ich habe keine Idee. Dann sag mal. Ich schreibe einem meiner Mods, jedem von uns gebe ich eine Zahl. Ja? Ja. Also ich gebe jetzt hier jedem eine Zahl und schreibe es dem Mod. Du siehst ja in der Uhrzeit. Und du sagst jetzt 1 bis 4, du machst jetzt eine Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2 und so weiter. Ja. Und ich habe hier und ich sag dir, wer was ist. Also ich sag jetzt, okay. Ich sag alle vier. Ich habe schon gepostet, ich kann einen Screenshot machen. Du siehst dann an der Zeit, dass ich es ja schon geschrieben habe. Ja, okay. Sag einfach. 2, 4, 1, 3. Sascha, Community, Trilux, ich. Okay. Also mein Pack ist jetzt das erste, oder was? Ja. Ach, Sascha, Sascha, Community, Lennart. Oh. Okay. Ich hoffe, irgendwer schreibt sich das auf. Das sind ja. Ich hab's in die Gruppe geschrieben. Das sind ja jetzt dann alles. Die sind ja alle als Trilux gelabelt, ne? Im Optimalfall steht da Trilucard Buddies drauf. Okay. Ganz schlimm. Habe ich ihm geschrieben. Okay. Das klingt auf jeden Fall mal perfekt, ey. Siehst du da? Nice. Guck mal, ich habe mir gedacht, früher waren wir immer Trilucard, wegen Trilu, also Trilux und Dalucard, Trilucard. Dann dachte ich, wenn E-Card hinten steht, machen wir Card Buddies hinten dran. Und Pokref hat mir geschrieben bei Instagram, consider it done, great idea, Lennart, I'll catch you later. Nein, Dalu. Nein. Sascha, wie sieht's aus mit One Piece und Schwarz-Weiß? Also, was konkret? Also Schwarz-Weiß sind wir im Moment ehrlich gesagt ein bisschen raus, da sind wir noch nicht so tief reingegangen. Das wollen wir aber auch noch mehr reinmachen. Und One Piece sind wir eigentlich bei jedem Set dabei. One Piece ist allerdings halt im Moment so beliebt, dass es sehr schnell im Ausverkauf ist. Wir haben aber jetzt gerade nochmal One Piece 5 nochmal, heute nochmal reingekriegt. Ey, da wollte ich auch was haben. Ja, unbedingt. Das sind die Weißen. One Piece 5 japanisch? Japanisch, genau. Oh mein Gott. One Piece 5 japanisch. Wir haben übrigens von One Piece einen eigenen Banner oben. Ja, der kommt auch noch. Der kommt auch noch. Da sind noch, also auf der Webseite sind noch ein paar Sachen, die noch angepasst werden müssen. Aber OP4, OP5 ist wie gesagt gerade da. Dann kommt er im Dezember, glaube ich, OP5. Also One Piece, alles Mögliche bei uns da. Ist nur, wie gesagt, manchmal leider out of stock. Das tut mir dann immer sehr leid. Wir bemühen uns aber immer, dass da alles da ist. Und ich habe es euch ja auch erzählt. Wir haben ja Turniere auch im Laden und alles Mögliche. Die sind auch voll. Da sind Leute auch immer wild dabei. Und übrigens, ich weiß nicht, ne, wir haben noch ganz kurz mal zu dem Boxbreak, ne? Ja. Wollt ihr da so einen Live-Ticker haben, was jetzt gerade noch, also wie viele Packs theoretisch für unseren Break noch da sind? Fände ich cool, weil ich hab gerade von Patrick, meinem Mod, ein Foto bekommen, der hat sich gerade auch ein Pack bestellt. Also Patrick ist auch da. Ich sag's mal so, es läuft ganz gut und es sieht auf jeden Fall mal so aus, dass wir definitiv starten können. Und aktuell sind, wenn ich jetzt mal checke, noch 12 Booster nur noch da. Okay, das ist krass. Für alle Leute, die jetzt vielleicht bei mir im Chat sind, super. Ich habe das wunderschöne Display von dir da, Lennart. Ja. Und ich habe es gerade hier in der Hand. Und das ist das gute Stück, um das es geht. Also nicht das, was ich in der Hand habe. Was du in der Hand hast. Du streamst auf Twitch oder auf YouTube gerade? Ich streame auf YouTube. Wir sind ja vor allem auf YouTube. Ich habe überlegt, ob ich auf Twitch live gehen soll, einfach weil würde zu euch besser passen, aber wir sind halt eigentlich nie auf Twitch live, deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir es auch auf YouTube. Ja. Denk mal, das passt. Dann mache ich dich ja auch einmal auf, genau. Ich habe mich gefragt, ist das Akul Case, wo das drin ist? Hast du da auch so kleine Schrauben? Ist das das? Ja, ich hatte da verschiedene, okay. Weil ich habe die Werkzeuge nicht mehr dafür. Weil dieser kleine Mini-Mutternschlüssel, um da ranzukommen, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen rumpopeln. Aber ich glaube, mit einem kleinen, das wird das schon gehen. Das sind die alten Acrylcases. Das sind die allerersten, die es gab. Ich bin so froh, dass es mittlerweile magnetisch ist. Ey, also die habe ich gehasst. Diese Scheißdinger zusammenzubauen war so nervig. Aber das geht schon. Und du musst erst die Folie von jedem Teil abziehen. Ja, Alter. Dann zusammenstecken. Also das war eine Katastrophe. Aber warte mal, drehen sich die Muttern da mit oder was? Ich glaube, also ich habe es so gemacht, wenn du deinen Finger ganz so auf so eine Mutter unten drückst und dann mit so einem kleinen Kreuz oben die Schraube drehst, kriegst du es auf. Das geht. Ja, ach, wir kriegen das Ding schon auf. Also ja, ich glaube, also schmeißt du was dreimal auf den Boden und dann ist es auch auf. Ja, gut, ne, es gibt ja auch PSA-1-Sammler, ne? Also Dalu zum Beispiel, ja. Ich habe da eine sehr gute PSA-1-Karte. Dalu hat auch einen guten PSA-Grader, der aus jeder Karte von dir eine PSA-1 macht. Also im besten Fall holen wir hier aus dem Display eine 10 raus und schmeißen es nicht gegen die Wand, ne?
Ja, aber ein sehr, sehr schönes Display. Ich bin echt mal gespannt, was das Event wird. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, ich freue mich auch. Und ich meine, sowas in der Art habt ihr eigentlich auch noch nicht gemacht, oder? Ich habe 2 First Edition Base Sets aufgemacht auf Twitch. Das erste 2018, also lange vor dem Hype. Und die Box habe ich für 400 Euro gekauft damals, meine allererste. Die habe ich mir selber zum Abi als Geschenk für mich gekauft für 400. Und die letzte First Edition Base Set, die ich gekauft habe, die du gerade in der Hand hast, die hatte ich 2019 für 2000 Euro gekauft, meine ich. Und ich habe eine für 800 Euro geöffnet. Ja. Und die waren ja zwischenzeitlich mal bei 30.000, sogar 32.000 habe ich mal gesehen. Auf eBay sind die weggegangen. Also, ist schon, also das, schon heftig. Das war ja crazy im Hype. Ja. Weil man natürlich immer noch sagen muss, dass die Box natürlich immer noch sehr, sehr teuer ist. Also, ja. Das ist schon was ganz Besonderes, wenn sowas mal aufgeht, ne? Aber 15.000 ist schon gut runtergegangen. Ja, ja. Wobei, ich bin mal gespannt, ob es noch weiter runter geht. Ich glaube aber eher weniger noch. Ja, also ich habe ja immer so ein bisschen Evolutions gecheckt. Evolutions war mal bei 600 runter, ist jetzt auch wieder auf über 700. Also ich glaube, der Tiefpunkt war schon da. Jetzt gehen die Sachen langsam wieder ein bisschen nach oben. Ich glaube nämlich auch. Vor allem, weil die jetzt hier aufgemacht werden, wie blöd. Ne? Also Vintage Breaks sind ja mittlerweile wirklich, ich sag mal so, wie wir es machen, ist natürlich einzigartig. Aber es gibt viele Vintage-Boxen, die aufgehen. Ich glaube, alleine deswegen werden die jetzt nochmal gut teuer irgendwann. Ja, ich bin mal gespannt. Eigentlich ist es ja wirklich so, mit jeder Box, die aufgemacht wird, werden die anderen ja nur teurer, weil es wieder eine weniger gibt. So, aber ich habe ja auch lange drüber nachgedacht, will ich meine Sammlung überhaupt aufmachen? Aber am Ende des Tages, ich habe die mir mal gekauft, um sie hier im Hintergrund hinzustellen. Aber bei allen Boxen reden wir da über eine Summe, wo du eine Eigentumswohnung von kaufen kannst. Das kannst du ja nicht mehr im Stream in den Hintergrund stellen. Das stimmt, das ist schwierig. Ja, aber ich deswegen will ich halt die Boxen wenigstens leer haben. Dann kann ich sie mir irgendwo hinstellen. Finde ich auch nice. Und ich meine, wir haben da, denke ich mal, ein sehr, sehr geiles Event, was wir da machen. Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich meine, so ein Event im Laden haben wir ja schon gemacht. Aber ich sag mal so, in der Art jetzt auch noch nicht mit euch. Wann gibt es Lokana-Turniere, damit ich mal antreten kann? Die gibt's schon. Wir hatten heute. Wir hatten heute Lokana-Liga. Was hat der. Kurz mute. Ganz kurz zur Erklärung. Ich bin nicht mit meinem Main-Account eingeloggt. Natürlich habe ich Sascha abonniert. Aber kann bei dir im Chat, vielleicht kann sich ja melden. Ja, ist ja, hallo, ist der Lokana-Gewinner von heute da? Aber ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall auch ein bisschen was los. Ich meine, Lokana ist jetzt gerade, ist ja leider ein kritisches Thema, ne? Ich glaube, da haben bei euch auch ein paar Leute gefragt. Ja, es gibt keine Karten, es gibt keine Displays. Ich meine, wir haben aktuell leider auch nichts da, deswegen haben wir extra auch im Shop noch über den Verweis. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass sie das jetzt zum zweiten Set, spätestens zum Reprint Anfang des Jahres mal hinkriegen, weil sonst laufen die Spieler halt auch weg, ne? Weil das ist echt ein geiles Spiel und macht richtig Bock. Und die Leute spielen haben auch so Spaß. Also spielen ist so simpel und macht echt Laune. Also sogar meine Freundin, die mit Pokémon und Yu-Gi-Oh! Nichts anfangen kann, aber riesen Disney-Fan ist, hat ja, da Bock drauf. Also ich hoffe, dass die da echt bald kommen. Ich habe letztens Mulan zum ersten Mal geguckt, Alu. Habe ich dir das erzählt? Habe ich vorher nie gesehen. Mulan war der erste Disney-Film, den ich seit Jahren. Du kanntest gar keinen Charakter bei Lokana. Doch. Alles von Winnie-Pooh. Ich habe sogar Winnie-Pooh angefangen beim Radeln. Aber den allerersten aus 1976 oder so, der war schon, boah, der ist gealtert, da musste ich aufhören nach einer Stunde. Aber da kamen ja nochmal 3 oder 4 neue. Aber Winnie-Pooh ist ein Klassiker. Ja, aber ich habe das, gab's nicht auch eine Winnie-Pooh-Fernsehserie? Weil dann habe ich die, glaube ich, immer geguckt. Gibt auch einen Winnie-Pooh-Horrorfilm, vielleicht hast du den geguckt. Der ist doch jetzt erst im Kino. Genau, oder ja. Gewesen, oder? Ja. Achso, bei mir hatte noch jemand gerade gefragt, bei unseren Vintage-Box-Breaks sind die alle deutsch? Nee. Das First Edition Base Set war das einzige, was ich auf Deutsch hatte. Alle anderen sind Englisch. Also ich wollte die. Zum einen wollte ich die auf Englisch sammeln und zum anderen kriegst du viele der Boxen in Deutsch fast gar nicht mehr. Also war da ja echt 2-3 Jahre gefühlt jeden Tag auf eBay und habe mir die Boxen zusammengesucht. Auf Deutsch hast du fast nichts gefunden. Leicht noch Jungle und Fossil, aber die anderen sind Englisch. Bei mir kommt eine Frage rein. Kann man auf eurer Seite nicht Lieferadresse und Rechnungsadresse unterschiedlich eingeben? Normalerweise schon. Wenn es da irgendwie einen Fehler gibt, dann schreibt uns einfach eine Mail ans Kontaktformular und dann ändern wir die. Das ist gar kein Problem. Dann schicken wir die Mail, die Rechnung manuell nochmal per Mail raus. Also der Poker-Ref ist heute aber hart spät, Alter. Ja, hat er vergessen, dass er das um 9 machen wollte und das setzt man hier noch 3 Stündchen. Also es lief ja sogar ein Timer ab. Also er hat es ja sogar eingestellt, ja. Für einen Countdown. Gibt es bei den Card Buddies Magic the Gathering Events? Das könnt ihr auf der Webseite auch mal gucken, wenn ihr auf Events geht und dann Infos.
Da siehst du Magic the Gathering, regelmäßige Commander, Knights, Draft und Zielturniere, aktuelle Infos im Discord. Genau. Was sind eure Turniertage? Also welche Tage sind fest? Wir haben dienstags jetzt Lorcana und in Zukunft dann Yu-Gi-Oh! Da sind wir jetzt gerade dran, dass wir offizieller Store sind. Mittwochs haben wir meistens Bandai, das heißt, wir haben da Dragon Ball und Digimon. One Piece ist großer Tag für One Piece. Wie gesagt, da haben wir die One Piece-Sachen sind alle komplett meistens immer ausverkauft. Beziehungsweise 32 Leute passen da rein. Freitags ist immer Magic und ich glaube, der Ref geht los. Oh. Am Freitag haben wir One Piece und samstags haben wir alle zwei Wochen Fun-Turnier. Das ist immer abends, das heißt, wir spielen dann mit so einem Build- und Battle-Kit. Das ist immer ganz cool so zum Reinkommen und wir haben jede Woche samstags 11 Uhr Pokémon-Liga. Und jetzt auch neu, man kann jetzt auch bei uns die Punkte für die Weltmeisterschaft sammeln. Wir haben diese Woche am Samstag eine Liga-Herausforderung. Da kriegen die Top 4 Punkte für die Weltmeisterschaft. Geil. Das ist ja sowas, das habe ich nie gemacht. Also ich konnte nie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Spielen. Pokémon mittlerweile ja, aber Daru hatte gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Also ihr seid dann quasi auch offizieller Partner und man kann bei euch dann auch Turnierkarten gewinnen oder was war das? Kommt immer drauf an, von welchem Hersteller, sage ich das mal jetzt, ist oder unterstützt wird. Also bei Pokémon bekommst du diese Turnierpacks, bei Bandai bekommst du nochmal zusätzliche Promokarten. Wir haben aber auch schon zum Beispiel Final Fantasy, haben wir im Moment nichts Offizielles direkt. Wir hatten aber ein Turnier, da gab es dann eine Trophäe und eine EM-Einladung. Also alles Mögliche. Das kommt immer drauf an, was der Hersteller supportet in dem Sinne. Zum Beispiel bei Lorcana gibt es im Moment so diese Promokarten. Das sind, glaube ich, so normale Setkarten, aber die bekommst du halt nur, wenn du in der Liga die Punkte sammelst. Okay. Genau. Ich mochte es immer, wie der Poker-Ref das damals gehypt hat. Mein Gott, war das eine coole Zeit. Ich mach mal auf mal 2 und spur mal voll vor. Ja, so ging das, ne? Wo war denn der mal 2-Button? Rechts auf das Rädchen? Ja. Oh, das war wieder die Copyright-Mucke hier, glaube ich. Da müssen wir aufpassen. Ich lasse den Ton mal noch aus, weil ich glaube, bei dem Intro habe ich das ein oder andere Mal einen Copyright-Claim bekommen. Ja, dann lassen wir das mal raus. Oh, guck mal, das war der Start von Pogreff. Oh, bei mir buffert's. Ah, nee, jetzt war ich. Das ist, weil dann die Geschwindigkeit ändert, dann bis live, ja. Bin echt aufgeregt, ne? Ich mochte sein altes Regal viel mehr, wo er direkt hinter diesem ganzen Display. Der hat ja auch eine Retro-Spielsammlung ohne Ende. Ja, also der ist wirklich. Der hat 3 oder 4 Kinder, der Mann. Ich bin so gespannt, was er sagt, ne, wenn er uns da gleich wieder hat. Aber weiß er, dass, also weiß er, kennt er nur dich? Also weiß nein, er, nein, klar, der weiß es noch. Ja, dass du nur du drin bist? Nee, also ich habe ihm ursprünglich, hatte ich das ja falsch verstanden, hatte ich ihm geschrieben, ich 2 Packs, du 2 Packs. Dann hat er gesagt, oh lol, ihr seid beide wieder da. Jetzt, oder ist er, okay. Also er weiß es. And the box we're opening up is none other than First Edition Rocket. Oh, was erzählt er denn? This set has potentially some crazy, crazy cards inside, 2,3 Millionen Subs inzwischen. Dark Dragonite, oh, ist so krass, ne? Der kann sich das, der kann einfach sich auch immer wieder so eine Box kaufen und sie aufmachen, der. We got Machamp, we got Gyarados. Oh, ja, Light lasse ich auch direkt da. We got a lot of really cool stuff in this box, but yes. Die ist aber so clean, ne? Die ist so gut, die Box. Also ein paar meiner Boxen sind auch wirklich frisch aus dem Case. 2, 3 waren so ein bisschen... Bisschen nicht beat up, aber du siehst, dass sie ein paar Mal hin und her gereicht wurden. Aber die sieht ja super gut aus von ihm da. Yo, what's up? Okay, there you guys are. Was hat so ein Pack gekostet? Ich glaube, es waren $450, meine ich. Sind wir excited eigentlich, wie er gesagt hat? Schon, oder? Ich bin sehr excited. Kann immer noch eine meiner Lieblingskarten bekommen. Uff. Ich möchte immer noch ein gutes Quali-Raichu haben. Ich habe das nur einmal in selbstgezogener Quali aus meiner Kindheit. Und natürlich in Legendary Collection. Da habe ich auch überlegt, wenn wir die aufmachen, machen wir das auch mit so einem Cuttermesser. Ja, ne? Dass man das so clean aufklappen kann. What's going on? What's up, Mason? What's up, William? What's up, Cody? Er reißt das einfach auf, das Ding. What up, Robo? What up, Psyduck? Oh mein Gott, und Dalu? AirPod im rechten Ohr. Das waren fette Hits. Ey, der pfeffert einfach diese Folie in irgendeine Ecke rein. Also,
Dann kann die Box wenigstens keiner resealen, ist ja auch gut. Ja, also ich hätte gern das Wrap ganz, ganz vorsichtig aufgemacht. Ja, das kriegen wir hin. Ja, hast du so ein Skalpell-Set? Besorge ich noch. Also daran scheitert es nicht. Synchronisiert haben wir schon. Wie sinken wir das? Hey, einfach jetzt vorspulen. Schon wieder? Noch ja, einfach nochmal machen. Bei mir waren es noch ein paar Sekunden. Okay. Jetzt, bei mir waren es wirklich noch ein paar Sekunden. Ah, stimmt. Ja, jetzt eine Sekunde, was bei mir roundabout. Ja, bei mir auch. So, first edition, okay, wir machen, wenn er die Box loslässt. Giovanni, und dann müssen wir jetzt sagen. Warte mal, er bewegt die aber ganz schön viel jetzt gerade. Ja, wenn er sie loslässt. Jetzt hat er sie aufgemacht. Ja, er hat sie noch nicht losgelassen. Boom, we're going back. Ja, warte, was sollen wir dann machen? Dann sagen wir jetzt. To 2000. I'm gonna take all the packs out of here like always. We're gonna mix them all up jetzt, here. Jetzt. We're gonna get this. October. Er hat angedeutet, dass wir up to. Jetzt dreht er so um. Okay, pass auf, wenn er die Packs wieder anpackt. Jetzt. Also, ja, dann bin ich für euch. We got Giovanni. We got all three artworks on that one. We got Jesse and James. Okay, wenn er die drei, wenn er die vier Packs wieder weglegt. All first edition stamped here. Some of this okay, warte, macht ihr dann kurz Pause? Dann sagen wir nur jetzt. Okay. We're gonna mix all this up right now, baby. Let's go. Ja, Mann, der macht jetzt schaffen. This is gonna be crazy. It says Achilles. Yes. Jetzt. This is gonna be wild, right? Hat er sie reingelegt. Reingelegt? Er schaffelt sie doch gerade rein. Bei mir öffnet so. Er gerade das erste. Echt jetzt? Nein. Absolut crazy. Er hat schon das Dark Charizard in der Hand bei mir. The thing with Rocket I like is that even if you get non-hollow. Ich glaube, wir kriegen das hin, oder? Ich glaube, das sollte so passen. Bei mir wird gefragt, gibt es bei den Card Buddies die 151 TIN in Deutsch nicht? Die ist leider aktuell, die hat Lieferverzögerung. Die haben ja die ganzen Sachen vom 6.10., die haben ja Lieferverzögerung, genauso wie UPC. Und die beiden, die kommen nochmal aber. Da sind wir gerade leider wegen den Vorbestellern ausverkauft. Auch die deutsche Ultra Premium Box kommt auch nochmal, aber ich weiß noch nicht wann, genau. Könnte sein, dass es erst Ende Oktober ist. Almost daily here, so make sure you check if you enter the giveaways to see the winner every other Tuesday in the description. Haben wir eigentlich schon erzählt, dass noch ein Pack vergiveawayed wird, jetzt für alle, die jetzt gerade reingekommen sind? Ja. Wie machen wir das denn überhaupt? Also wie war denn? Ich habe die Reihenfolge schon wieder. Genau. Sascha Community. Also das zweite Pack, was uns gehört heute, ist ein Pack, was ihr gewinnen könnt. Thank you all. Also eins dieser vier Packs gehört euch. Wir werden dann pro Stream eine Person aus dem Chat auslosen und unter den dreien verlosen wir dann das eine Pack. Also mit ganz viel Glück gewinnt einer von euch heute eine Holo-Karte aus First Edition Team Rocket. So make sure you subscribe and let's get it going. We got Giovanni to start off here for Dalton. Some of the big cards in this set is going to be the Dragonite. Obviously everybody wants to pull Dragonite. Goes for around $2,500 at a 10. Also das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, dass das ein Resealed ist. Magneton go for $3,000 plus in 10. Blastoise for around 2,200. Wir hatten einmal japanisch Gym Challenge, wo Fake-Karten drin waren beim Pokémon. And luckily, we were opening das war doch dieser ganz, ganz große Skandal. Ja. So, warte mal, für wen ist denn das Booster jetzt eigentlich? Das war Dalton-A. Dalton oder so? Dalton-A. Hat er keine Zettel? Sagt er das nur? Doch, hat er gezeigt. Ah, okay. Habe ich es gerade nicht gesehen. In Rocket to get an error card and one of the craziest error cards you'd ever pull. Was war das Arbok? Die error card? Nee, Dragoran. Was war der Error? Jetzt bei mir umgedreht. Ist das nicht die Zahl? Falsche Zahl. Die dass die Holo Version oder dass die Non Holo Version die Holo Version Nummer hat oder so? Rocket First Edition 2000 Kensuke Moya on this. Wie viele Holos waren immer im Display? 12, 13? Ja, ungefähr 12. Electro together. We got Mankey. Come on, let's see if we can just start off with a banger. Dark Raticate. We got Squirtle. Ich mag den gelben Rand. Ich finde den gelben Rand besser. Sleep. Come on. Diglett. Es ist halt so dieses Classy, ne? Ponyta. Oh my god, I thought we were at the rare for a second. I thought it was going to be a Charizard to start off. Alright, and the rare. Nein! Ey, das erste fucking Pack. No! Ey, das ist doch nicht wahr. Ey, Dalton, du Drecksack. Der zieht direkt das Flurak. Erste Pack einfach ganz oben. Nee, er hat gemischt. Das war wirklich, ja. Und Zentrium sieht gut aus. Das ist krank. Holy moly. Ey, die sieht richtig gut aus. Erstmal von vorne. Naja, diese Kurven oben links da. Alter, was? Oh erste Pack, ey, was ist da los? Aber, das hat doch noch nicht mal angefangen jetzt. Yo,
We were Pass auf, da ist noch ein zweites drin. Kann sein, ist Englisch. That's the way we do it right there. First pack magic. Ja, lol. In the poker cave. Dalton, congrats, dude. Ach, du zeigt er die nicht mehr von hinten? Getting to 10, goes for around $3,000. Let's check this card out close. Slate of Hands gemacht da unter Tisch. Jetzt hat ausgetauscht gegen ein schlechteres. Hey, jetzt ist die Ecke oben rechts. Komisch. Oh, nee, war doch nicht das Sleeve. Ist die Karte, die am Arsch ist. Oh Mann, ey, die habe ich nur Non-Holo gezogen aus meiner Rocket damals. Ah, oben rechts. Oh! Ja, gut. Ja, nicht aber trotzdem eine super, super schöne Karte. Klar, trotzdem geil. Ja, das ist jetzt krass, ey. Im ersten Booster das dunkle Dura geht schon wieder. Ach du Scheiße. Na, eine 8 ist das nicht. Eine 8 wäre nur, wenn ich sie gezogen hätte. Der hätte ja auch brandneu sein können. Ich glaube, das ist ja so ein PSA-Ding, ne? Je nachdem, was für ein Tag die da haben, da wird es eine 9 oder eine 8. Ich hatte alle meine Karten zurück, aber eine 8. Die waren alle frisch aus dem Pack. Von Pokeref jetzt, oder? Nee, die ich letztens eingesendet hatte. Ja, geht's jetzt an Dalton. Ja, er denkt sich jetzt auch so, was ist denn da jetzt passiert? Ey, da holst du dir ein Pack, bist der Erste und kriegst die krasseste Karte aus dem Set. Kann auch jetzt schon wieder schlafen gehen. Ja, kannst jetzt Feierabend machen einfach. Ach du Scheiße. Naja, aber wir haben immer noch geile Karten, die wir ziehen können. Ja. Ne? Ein Turtok, Dragoran, die Reitschuhe. Nate M. war aber auch schon oft drin. Ja, und John Cena war ganz oft drin. Ja, aber Nate M. safe. Hey, you know what? Congrats on starting the channel up. Let's go. Alright. That was just the first freaking nee, pack PSA out the box. Guckt sich jetzt noch Fotos von meiner Mew-Karte an, was gerade bei mir im Chat war. Vielleicht kriege ich 199 Euro zurück. Nate with 3 months. What's going on? Was wäre die Karte denn wert gewesen, gegradet jetzt? Wenn es eine 10 gewesen wäre, paar tausend. In einer 9, immer noch 600. In einer 8, 250. Und was haben die dir gegeben? Eine 8. Okay. Aber ich weiß ja nicht, ob sie die davor oder nach Oh, Mann. Psyduck. I saw Psyduck in the chat too. Where's Psyduck? Ekans, we got Mankey. Let's see if we can get a one pack magic again. Das hier landet natürlich wieder auf YouTube, Bad Gaming. Das lade ich hoch, na klar. Wenn die jetzt im zweiten Pack wäre, ja, ohne Witz. And the rare. Oh, was geht ab? Als ob. Und die Non-Holo hinterher. Or something. Are you kidding me right now? What the hell? Dude, what is this box? Oh my god. Ey, yo, vielleicht ist es so eine ganz krasse Errorbox. Da die haben nur Blubber dran gepackt. Ja, ja, klar. So it's actually gonna be number 21 in the set, but so ein, jetzt mal Glurak Hype beiseite, das ist so ein Hammer Artwork. Generell diese ganzen Rocket Artworks. Ich finde das Turtok, glaube ich, aber noch geiler als das Glurak. Das war aber nicht das Cursed. Two Charizards! We might as well take a guess now. How many Zards are we getting out of this box? Throw it in the chat, let me know. Aber generell, Pokémon können wir gerne nochmal so ein Set bringen hier mit Rocket Artworks oder so. Nutzen wir eigentlich beim Opening Toploader oder Card Saver? Also, was ihr am Ende des Tages am liebsten haben wollt. Also, ich Toploader ist einfacher, Karten reinzubekommen, finde ich. Ja, definitiv. Also, ich würde auch die Sachen in Toploadern packen und wir machen über jeden Toploader nochmal ein Teamback drüber, dass die Karten quasi Skills sind. Ja. Das fände ich am sinnvollsten, ehrlich gesagt. Ich meine, Toploader, Cardsaver, das ist ja so eine Philosophie-Sache, da kann man sich Stunden drüber streiten, glaube ich. Wir sind eher bei den Toploadern, aber. Ja. Dalton und Nate, can we go 3 on the Zards? We might as well try it. Jan B is up 61, Jan B mit 2 Packs. Meinst du, er hat uns wieder so ein süßes Symbol dahinter gepackt? Der hat uns früher immer noch so ein Emoji hinter die Namen gepackt. Mir ein Schwein und da wurde ein Dracula, glaube ich. Ja. Oh, genau, Like beim Pokref rein. Ich hab schon. 900 Likes erst? Ja, komm. Ich muss aber sagen, ich mag das Team Rocket Booster Design. Finde ich, ist eines der besten. Can we do it? Can we go for the triple, baby? Oh, baby. Team Rocket war so ein geniales Set. Also gerade nach Jungle und Fossil, die waren halt beide echt so ein bisschen Bummer und danach ging es aber total ab. Guckt euch mal die Karten der Rennen, die Ränder der Karten an. Die sind ja, die haben ja White in der Hölle. I'm keeping that on my mind. Also, John's gaming more with 15 months. We got, ich sag dir, Dalu, wenn du deine graden lässt, dann werden die eine 9. Oh, dude, happy birthday.
Congrats on the pull. Welche? Ausnahme. Ja, deine Sachen von dem Break jetzt heute. Okay. So wie die aussehen. Ich bin, wirklich erschüttert von meinen letzten Returns. Ich überlege, ob ich lieber jetzt gute Karten nicht mehr einsende und die mir einfach ungraded schön hinstelle. Ich bin... Das hat mich gut erwischt. Gibt es das schon auf YouTube? Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Nee, kann ich aber... Lade ich bald hoch. Guck mal, die Specs oben in dem gelben Rand. Was ist das denn? Die schimmeln. Also, wenn du das hochladen hast, schick mir das gerne mal. Das will ich mir mal angucken. Ja. Also wirklich, das waren packfrische Sachen. Alles. We got Charmander, Psyduck, Slowpoke, Machop. We're going for 3 for 3 right now on Charizard. Das Mankey habe ich gehasst früher. Das ist schon wieder Dark Raticate. Can we hit third? Das ist schon wieder Dark Raticate und jetzt kommt's wieder. Nee. Oh, Rocket Sneak Attack. Oh, das wäre auch zu krank gewesen. Right. Gibt's die auch in Holo? Ja. Okay. Wenn ich mich nicht täusche, ja. All right, that's fine. Little warm up. Ich habe übrigens was ganz Cooles für euch. Es ist noch ein Booster übrig. Ein Booster nur noch? Also es ist noch ein Booster übrig von unserem Break. Echt jetzt? Ja. Ey, holy, also da habe ich nicht mit gerechnet. Wir hatten da schon viel drüber geredet vorher. Und wir haben gedacht, wenn wir Glück haben, die Hälfte. Ja, also wir haben echt darüber gequatscht. Wir haben Magikarp. Wir wissen nicht, ob die wirklich alle weggehen. Bei den Anfahrtzeiten, die wir haben, wenn die Hälfte verkauft wird, kommen wir trotzdem. Hä? Also ich dachte, nach den YouTube-Videos vielleicht alle weg. Aber jetzt eine Stunde nach Streamstart, ihr habt schon... Oh! Aber Printline quer drüber. Printline unten rechts. Einige. Neben dem Schatten ist so ein Kratzer. Oder da sind super viele Kratzer in der Holofolie. Da guck an dem Schatten. Ja, links die an der Schulter. Nein, guck mal an der Schulter rechts. Da sind so drei Kratzer untereinander. Da waren ganz viele in der Holofolie. Ja, krass. Wo kann man das kaufen, das Booster Card Buddies und dann Events Boxbreaks? Wir sind ausverkauft. Holy shit, ey. Aber wir machen circa alle anderthalb Monate ein Boxbreak. Wow, in a 9 only is about 100. Das wird keine 9. Das Ding ist jetzt ja krass. Also die Holofolie ist schlimm. Ey, da hätte ich nicht mit. Da hätte ich nicht dran geglaubt. Ich hoffe, dass viele von euch kommen. Genau, schreibt mal die Leute, die wirklich ein Pack gekauft haben. Wer kommt von euch auch nach Hanau an dem Sonntag um 14 Uhr? Das, ja, freut mich aber. Das finde ich aber echt krass. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr das auch so supportet. Bei mir hat es auch gebuffert gerade. Ja, bei mir auch. Sind zwar nur Lennarts Boxen, aber ich freue mich da sehr drüber, weil es wird ein geiles Event. Alter, sind da krass. Die ist ja so zerkratzt, das ist ja ganz schlimm. Ja, die ist ja am Arsch. Also, das habe ich noch nie gesehen. Hosentaschenkarte. Das ist die schlechteste Karte, die ich jemals frisch aus dem Pack gesehen habe. Aus den alten. Er redet auch noch so, da sind ein paar Printlines, da hat einer einen Stein drüber geschrubbt. Hier läuft gerade gar nichts mehr. Den Stream meinst du? Nee, aber der Stream ist gut. But we got Dark Magneton. Technically still. Die hat aber wirklich die, also die ist ja quasi played, ey, holy shit. Also bei mir hat jemand geschrieben, er hat vorher Nachtschicht, deswegen wird er nur im Stream sein. Wird es bei dem Event Security geben? Also ohnehin können ja nur die Leute sowieso reinkommen, die auch ein Pack haben. Also da auch nochmal, ne, das ist ja geschlossene Gesellschaft quasi. Du kannst nur mit Begleitpersonen kommen, wenn jemand da ist. Deswegen das schon sichergestellt. Also der Laden wird nicht voll sein. Ja, der Laden, genau. Der Laden ist sowieso nicht auf an dem Tag. Aber ja, überlegt euch das mal. Es ist ja noch eine Weile hin. 5. November, 14 Uhr. Wenn ihr in Hanau seid, dann könnt ihr auch live dabei sein. Also ich sag's so, ich denke mal, wenn man sich das Pack mitgenommen hat, dann sollte man auf jeden Fall dabei sein. So. Wenn man jetzt natürlich aber zu weit weg wohnt, dann kriegt man es ja eh nicht. Klar, natürlich. Also, wie ist denn das bei Patrick? Patrick, kommst du aus Berlin extra dahin? Kannst du ja nochmal überlegen. Also aus Berlin nach Hanau ist natürlich schon eine Strecke, aber wäre natürlich cool, wenn auch ein paar von euch dann vorbeikommen. Also wir hatten das ja jetzt schon einmal, wir hatten jetzt einen kleinen Break gehabt mit Skyridge, da waren dann auch schon 10 Leute da. Das war, das hat nochmal eine ganz andere Stimmung da reingebracht, ne? Ja. Ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich vielleicht eher, wenn ihr auf irgendeiner Messe seid oder sonst wo spielt, wo noch Publikum ist, aber so dann in so einem kleinen Kreis, wenn dann vielleicht 15, 20 Leute da im Laden sind, das hat dann schon ein geiles Feeling. Wäre für uns natürlich auch cool, wenn man dann fragen kann, so jetzt kommt das Pack von Tommy R., wer ist das von euch? Bist du vielleicht da? Das wäre cool. Gute Frage da gerade auch von Sahneschnecke.
Ich habe ein Pack reingeshoppt. Wahrscheinlich muss ich die Bestätigung mitbringen, um vor Ort reinzukommen. Wie war das? Kriegen die Leute, die ein Pack gekauft haben, nochmal eine Mail mit einer kleinen Anleitung? Eine Anleitung jetzt nicht direkt. Ich meine, ich sag mal, wenn ihr einfach kommen wollt oder wenn ihr kommen wollt, dann bringt am besten eure Bestellbestätigung mit. Eure Nummer solltet ihr auf jeden Fall haben. Im Zweifelsfall die Person, die die Bestellung halt gemacht hat, sollte den Perso dabei haben, dass wir das im Endeffekt, wenn gar nichts da ist, auf jeden Fall verifizieren können. Genau. Ja. Spult noch mal vor, bitte. Ja. Wegen dem Buffern gerade. Aber wir können auch zur Not noch mal eine Anleitung allen Leuten per Mail noch mal zukommen lassen, wenn das gewünscht ist. Das können wir dann auch machen. Oh. Dark Slowbro. Oh, Slowbro. Genau, aber so hatten wir das uns auch gedacht. Also jeder, der ein Pack hat, darf eine Begleitperson mitbringen. Das wird dann beim Einlass gecheckt, ob ihr das auch wirklich seid. Leute, die kein Pack haben, also... Ne, der Laden ist nicht so riesig, das ist kein Public Event, also ihr könnt dann leider nicht vorbeikommen. sondern die Leute, die dann auch wirklich ein Pack haben. Genau, aber ich habe es mir aufgeschrieben, dass wir allen Käufern dann nochmal eine kleine Mail dann zukommen lassen, dass wir das einfach nochmal, ja, dass jeder dann nochmal die Anleitung dann hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, gute Laune mitbringen. Ja. Ja, einfach eine gute Zeit. Oh, einer schreibt gerade bei mir, ich muss leider stornieren. Das ist hoffentlich machbar. Dann kann sich jemand anders freuen. Das geht jetzt noch, ja. Also sobald das Pack natürlich geöffnet ist, nicht mehr. Also sobald das Pack aufgerissen ist, kannst du natürlich nicht mehr refunden, wenn du sagst, war ein Shitpack, ich will die Kohle wieder haben. Das geht natürlich nicht. Aber, na klar. Genau, einfach eine Mail bei uns ans Kontaktformular mit der Bestellnummer und dann machen wir das. Dann können die Leute, die unbedingt noch eins haben wollen, vielleicht ab und zu mal gucken, morgen oder so. Genau, wenn du das gleich machen würdest auch noch, dann kann ich es jetzt auch noch gleich quasi, wenn wir mit dem Break fertig sind, auch noch stornieren. Dann wäre das theoretisch sogar noch drin. Ja, also es hat theoretisch, wenn du das gerade machst, wäre cool, weil, ne, dann kann jemand anderes, der ein Pack haben will, gleich direkt noch sich ansichern. Trinken nicht vergessen, oh shit, ja. Kelly K, thank you so much for the donut. Mein Pokref, was ist das jetzt hier für eine andere Kamera? Kylo, oben. Thank you for joining up to the Poke membership and Carlos Rodriguez as well. Thank you both for joining up. Ah, er hat schon per Kontaktformular gemacht, hat er geschrieben. Alright, what are we doing? I'm gonna choose one. Hat er schon? Ja. We're gonna go with. Mal gucken, da kam gerade viele. Wo ist eigentlich die Kamera? Gavin, ich glaube, die ist right über ihn. Über dem Kopf mal zwei vielleicht reingezoomt. Obviously, we gotta get the secret rare right shoe. Der geht ja gar nicht. Na klar, warum nicht? Also wenn der so einen Elgato Multimount hat, könnte ich das mir hier auch so basteln, dass die Kamera über mir schwebt und du siehst keinen Arm oder so. Dark Gold Duck. Mofi trollt rein. And we have Potion Energy as our three uncommons. Let's go through Goop Gas Attack. Grimer, non-grimy version. Oddish, Zubat. We got Charmander again. This is a sign right now. Why couldn't they put Venus? Abra ist auch so ein cooles Artwork. Ja, das fand ich auch immer. Marco, die ganzen Comments und Uncomments sehr gerne in dem Set. Come on, first pack! First pack! Ah, das ist auch eine Holo-Karte, wo du dreimal hingucken musst, ob die überhaupt Holo ist, weil nur dieser Hintergrund da. Ja, das R und diese Starburst-Effekte drumherum. Findest du vielleicht noch eine ganz kleine Frage? Ja. Was ist das denn für ein Scheiß? Jeff. Also, wir werden an den Soft Sleeves nicht sparen, das sagen wir euch schon mal. We're back with normal quality sleeves. Okay. Übrigens nur vielleicht ganz kurz zur Info, ein, zwei Leute haben schon eine Mail geschrieben wegen Twitch-Name vergessen. Schreibt uns gerne einfach auch hier eine Mail ans Kontaktformular mit der Bestellnummer und dann können wir euren Twitch-Namen nochmal zu der Bestellung hinzufügen, das ist gar kein Problem. Rock Sandy! So. Ach ja, genau, das stand glaube ich auch im Bestellformular. Wenn ihr keinen Twitch-Namen reinschreibt, steht dann euer Vorname und der erste Buchstabe vom Nachnamen auf dem Pack quasi drauf oder beim Auslosen. Wenn ihr wollt, dass euer Twitch-Name da steht, Twitch-Name wäre schon cool. Ja. Dann kennt man euch ja wahrscheinlich vielleicht auch. Vielleicht könnten wir dann auch, das fand ich ganz geil, das machen die auf der Gamescom auf so Afterpartys, so Zettel, die du dir dann auf die Brust klebst, wo du mit Edding deinen Namen draufschreibst. Das ist so ein Sticker, wo man dann weiß, okay, das ist die Person und die Person in der Audience. Zubat, Charmander. Dass man auch weiß, wer ist, das finde ich ganz cool. Oh, there it is. Das fand ich immer geil. Das Ding, was da eingebrochen ist in das Haus, war ja auch im Spiel. Trio in a 9
So Karten fand ich immer geil, wo das Pokémon so klein drauf ist und alles drumherum glitzert, so wild. Sogar mit dem Swirl über dem. Das Artwork ist schon schön. Ja. Also das ist natürlich keine Karte, wenn du ein Pack hast, worüber du dich unbedingt freust. So, aber an sich, wenn du die damals geöffnet hast, finde ich, ist das eine schöne Holo. Aber da sind auch schon wieder, oder? Am Fenster? Ja. Der packt die jetzt schnell ein, damit er sagen kann, ist auf der Folie. Ja, ist fett. Ja, also es ist auch die ganzen Kratzer auf der Folie, Leute, keine Sorge. Also ich meine, beim Pokref ist das Ding ja auch, der macht das jetzt schon seit 3 Jahren, der fliegt die Packs halt durch. Ich glaube, bei uns wird das alles ein bisschen langsamer sein. Wir gucken uns die Karten mit euch ein bisschen genauer an. Ich meine, wenn ihr das cool findet, können wir euch ja auch unsere persönliche Einschätzung geben, was das für eine Note werden könnte. Also es soll schon ein cooles Event werden, selbst wenn es halt ein bisschen länger dauert. Das ist ein Special. Also ich hätte mir zumindest die Rückseite jetzt mal angeguckt noch von der Karte. Das hat er nur die Vorderseite gezeigt. Also ich glaube, wenn wir da die Packs oder wenn ihr da die Packs durchflasht, dann brauchen wir es eigentlich noch nicht machen, oder? Ja, also gerade die Hits, die schauen wir uns natürlich genau an. As always, at the end of the streams, I announce the Vintage Booster Box opening that we have every other Tuesday. Wie war das mit dem Trinken nochmal? Sobald der Ref trinkt, habt ihr auch, oder? War das so? Ja, stimmt. Der geht zum auch Glück. Nein, nein, trinkt gibt aber Glück. Ja, aber haben wir nicht ursprünglich damit angefangen, wenn der Pokref getrunken hat, mussten wir auch einen Schluck nehmen? Immer auf jeden Fall auch, wenn du dran bist. Ja, wenn wir dran sind, sowieso. Muss das Wasser sein? Darf das anders sein? Muss Wasser sein. Muss Wasser sein, okay, ich hab immer Wasser sein. Was trinkst du denn gerade? Ich bin gerade gefühlt nur so halb da. We got Meowth, we got Eevee. We got Zubat, Oddish, Grimer, or give me that Dragonite right now. Ekans, Abra, come on, Dragonite, time to fly. Oh, Dark Machamp. Stimmt, Dragoran kann da ja auch drin sein. Die habe ich ganz vergessen. Ich möchte Raichu. Also... Scheiß auf Glurak. Warum findest du das Artwork von Raichu so geil oder warum Raichu? Ich will die haben immer noch, weil es die erste Secret Rare ist, die es hier gab. Ah ja, ja. Das war so eine Special Card. Ich glaube, meine hatte einen neuen bekommen, aber die ist jetzt wieder. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Die haben bei mir das Label verkackt, die haben First Edition nicht draufgeschrieben. Das ist jetzt wieder zurückgegangen, damit die das tauschen. Die Holo-Folie haben sie bei dir nicht abgezogen, oder? Was? Ich will mal gucken, wenn das dann irgendwann wieder zurückkommt, aber noch war sie dran, als ich die wieder zurückgeschickt habe. Was? Er hatte 3 Packs? Ja. Okay. Joey sind ja dann auch, unsere 4 Packs sind ja dann auch direkt hintereinander, ne? Ja, genau. Ich finde es aber, glaube ich, cooler, wie wir das machen wollen, dass wir, wenn du 4 Packs hast, die wild... auch mit in den Lostopf reinhaust. Finde ich cooler, glaube ich. Ja. Aber dann hast du auch einen Grund, dir das ganze Unboxing anzugucken und nicht zu sagen, nach meinen 3 Packs mache ich aus. So, nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind mit 4 Packs drin. Pack 1 gehört Sascha. Pack 3 ist euer Pack. Das zweite Pack wird also an alle Zuschauer verlost, die beim Dalu, Sascha oder mir zugucken. Pack 3 ist meins und Dalu hat das letzte Pack. Hattet ihr gerade was gefragt? Ja, nee, ich habe nur noch mal erklärt, wer welches Pack hat. Jake Wood says Pack 3. All right, Jake. We're going to listen to you on this one. Pack 3, Jesse James. Ich finde insane, was der Pokeref für eine Retro-Sammlung hat an sich. Also klar, die ganzen Displays, die er eh noch stehen hat und so weiter, aber was der ja noch hat. Der hat ja auch Figuren und so. Der hat ja einen absolut insane Keller da. Glaubst du, der macht das alles, das auch noch alles selbst? Only 3 Hollows pulled. Dark Jolteon. Was meinst du? Also, die ganzen Retro-Sachen kaufen, meinst du, der hat Mitarbeiter, die ihn da unterstützen mit dem Kram inzwischen? Nee, nee, ich glaube nicht, dass sich die Retro-Sammlung jetzt in letzter Zeit viel geändert hat oder so, aber ich glaube, der hat sich hier halt insane angesammelt. The Boss's Way, we got Giovanni, hat die Boss-Way-Karte. Habt ihr das Set eigentlich voll? Das Master-Set? Ja, ja. Zu was? We got Dark Raticate. Rock Master-Set. Nee, das habe ich nicht. Dark Raticate schon wieder. Gut, dass die schon mal weg ist, aber. Jetzt schon raus. Stimmt, da müssen wir mal mitzählen. Das war die. Ja, oder? Was haben wir? Glurak, Dugtrio. Dark 3, oder? Und dann die. Nee, und das Magneton, was so ganz zerkratzt war. Magneton. Ja, aber das war, da war ja keine Holo-Folie mehr drauf. Ja. Das ist, die hier ist, finde ich, die schlimmste Holo.
Weil da musst du mit der Lupe ran, um die Holo verlierst. Ja, ja, das ja. Team Rocket Karte. Hier kam Team Rocket. Ist eine das coole cool. Karte, Jesse James drauf. Aber du brauchst eine Lupe, um die Holo zu sehen. Hab hier gerade auf der Rückseite den weißen Speck am inneren Rand gesehen. Da ist ja gar nicht drauf eingegangen. Oh, bitte dreh nochmal um. Ach, shit. Rev, meine Güte. Die hatte keine Whitening an der Edge, sondern an dem Übergang von dem blauen Rand zu diesem, zu dieser anderen Textur. Also die sehen ja ganz übel aus, die Karten da gerade. Gute Frage, wo er die Box jetzt her hat, ne? Die Box sah aber gut aus. Also die das Box ist nicht so, als wenn er da... Ich finde sogar für damalige Verhältnisse sind die Rundungen am Rand sogar eigentlich vollkommen okay. Die sind ja immer so random gewesen. Dark Radicate? Dark Radicate ist in jedem Booster-Pack drin. Das Abra gerade auch gefühlt. Oh, Sleep and Dark Slowbro. Slow bro. Die Dark Slowbro in Holo finde ich auch super geil. Da siehst du den Hintergrund ja gar nicht mehr, ne? Bei der Holo-Karte dann meinst du? Ja. Aber ich finde das schön, weil das so clean aussieht. Here we go. Final Pack Magic. Alright. Der hat auch schon viele Booster Packs geöffnet, Alter. Das siehst du, ne? Achso, aber die Booster selbst, die schicken wir auch mit, ne? Wie der Poker. Ja, klar, würde ich schon sagen. Also genau, ihr kriegt den Booster natürlich auch noch dazu. Und wir machen es vorsichtig auf. Ja, wir versuchen. Kommt drauf an, wie sticky ich erinnere mich noch an das Papa-Platter-Opening, der auch versucht hat, die Booster vorsichtig aufzumachen. Das war sehr witzig. Mit diesem Booster? Hattet ihr bei dem einen Booster? Bei dem Opening? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, wir hatten einmal bei... Oh mein Gott. Bei, sag schnell, Chef Strobel hatten wir mal ein Pack, ja. Also wir hatten damals... Wir waren ja bei dem Break dabei, bei dem Papa-Platter-Trilux. Und wir haben den... Trümmerbruch des Jahrtausends gehabt, wir hatten die Computersuche gezogen. Oh Gott, das ist super. Aber das Pack sah okay aus. Ah. Das Ding ist, was wir nicht vergessen dürfen, da du hier heute 1-5-1 konntest du so aufreißen, super easy. Ich glaube, die alten, die waren echt, da musst du arbeiten. Das 151er war auch komplett anders. Das ist ein richtig massives Ding gewesen, das Booster. Das ist auf jeden Fall neues Material. Ja. Also die alten, die gehen nicht so leicht auf. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Ich hab ein bisschen Schiss, das erste Booster aufzumachen. Danach weißt du ja, wie es geht. Aber das erste wird tricky. Für wen ist das jetzt? Nicht für uns, ne? Na, Eskadin, da kommen halt Leute im Chat gerade, die halt fragen. Die konntest du ja nicht wissen vorher. Ups. Card. Come on, it's time to do your thing now, buddy. End Card, Buddy. Das war auch schon lange her, dass ihr da drinnen wart. Ne? Wann war das letzte Mal, dass ihr bei PokéRef dabei wart? Anderthalb Jahre bestimmt oder zwei, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nachgeguckt. Ich glaube, wir waren zuletzt drin. Ich glaube, es war auch First Edition Rocket. Das war Dezember 2021, wenn ich das richtig gesehen habe. Da haben wir nochmal zum Neujahr quasi ein Special gemacht. Also es ist wirklich lange her. One opportunity. Da sieht man das Artwork viel besser, ne? Das Holo-Pad, dann macht das Ganze, den ganzen Background weg. Vor Holos out, er hat free gesagt. Wann seid ihr dran? Ich würde auch mittig tippen, weil ich... Als er das announced hat, war ich gerade auf der Autofahrt zurück, bin dann angehalten und wollte bestellen, hatte dann aber Bestellfehler. Bin dann noch 4 Stunden Auto gefahren, hab's dann zu Hause bestellt. Da waren noch nicht alle Packs weg, also ich würde sagen, irgendwo in der Mitte. Ich würde sagen, wir haben unseren Break schneller verkauft. Haben wir tatsächlich, ne? Und der Preis ist fast gleich. Also ich finde es echt krass, wie schnell die weg waren. Das ist wirklich. Aber der Ref hat Rocket aber auch schon 3 oder 4 oder 5 Mal aufgemacht. Oh ja. Also das... Ich würde sogar nochmal Legendary Collection... Ja, machen wir dann, ja. Ja, aber da kann man sich ja nichts mehr von holen. Da kannst du nichts von holen. Bei den Karten, oder was? Legendary Collection ist doch teurer als Base aktuell. Ja, aber ich schenke dir ja eh bei jedem, was wir aufmachen, einen Pack immer. Also einen Legendary Pack hast du ja eh. Das ist schon mal nice, dankeschön. Ja, wenn du noch ein zweites oder drittes haben willst, freue ich mich natürlich über deine Bestellung.
Kannst du deinen Rabattcode Dalukart benutzen, dann sparst du noch 5% auf deine Bestellung. Schreib mir dann einfach, da lege ich dir eine Bestellung an. Ja, also ich freue mich am meisten, wenn wir aufmachen, Skyridge. Eine Legendary Collection ist das Beste. Weil die Skyridge Box, die habe ich auf eBay beim Pokeref gekauft, bevor er das gemacht hat. 2018, ich habe geguckt, ich habe eine Liste immer gemacht im Spreadsheet, wo ich eingetragen habe, welche Box ich bei wem gekauft habe. Und Skyridge habe ich beim Pokeref gekauft, 2018. Boah. Was hast du damals? Was hat die damals gekostet? 7.500 Dollar. Hier kam Team Rocket. Aber. Rainbow Energy. Überleg dir mal, die Box, die Preise von den Boxen damals, ey. Ja. Ich weiß noch, ich ärgere mich, dass ich Legendary Collection nicht einfach so geöffnet habe, so als es normal war. Es ist normal, weil es auch gut. Ich erinnere mich noch, als ich jetzt hier mit dem ganzen Card Buddies angefangen habe, da gab es die Base Booster für 30 Euro hinterhergeworfen. Und da habe ich gesagt, 30 Euro für einen Booster. Kauf keiner. Kann ich jetzt nicht aufwenden. Ja. Naja, ne? That was the craziest fossil box I ever opened. Also, ich gerade fragen, ihr habt noch nichts verpasst. Wir waren noch nicht dran. Ihr habt schon was verpasst. Das erste Booster. Ja, okay. Und das zweite. Die beiden Glurak sind schon weg. Ist aber Englisch, ist also egal. Kann auch ein Glurak drin sein. Nur im Deutschen. Aber hatten wir das jemals? Also, ich habe aus meiner First Edition Rocket, die ich aufgemacht habe, hatte ich kein Duplikat. Trey V, thank you so much. Welches Pokémon Display ist aktuell das schönste und welches hat möglicherweise wertvolle Karten drin? Also, I'm excited for the new Pokemon. Von den aktuellen. Boah, Tech Team GX? Vielleicht? I'm glad to hear that, honestly. Würdet ihr sagen? Ich glaube, Tech Team GX ist sehr stark. Ja, dann wollen nicht sagen. Danza. Oh no, I can't wait welches geht's um die Karten oder das Display? Das, was ist aktuell, sind schöne Dark Karten Bait drin und wertvoll. Charmander. Da würde ich sagen, Tech Team GX ist schon hart. Das waren die gelben japanischen, ne? Ja. Ja. Was war die Frage? Was ist aktuell, schöne it's Karten it's und inevitable. Wertvoll. Dark Raticate into the Dark Weezing. It is a hollow pole. We'll take it. Also Tag Team ist ja mittlerweile auch schon wieder fast, geht ja schon ziemlich hoch, also Tag Team, Teams in Trumpf kostet ja auch über 1000 Euro mittlerweile. Ja, aber Tag Team Jakes war schon insane. Diese Gold Tag Team Karten und so. Die Gold Tag Teams, die Aldar Tag Teams, da ging es ja erst los mit den alternativen Artworks, die kamen ja mit Teams in Trumpf, gab ja vorher nie Aldar. Also das sind insane schöne Karten, ich glaube da kann man auch noch, vor allem wenn man jetzt sagt, man kauft Einzelkarten, ist man mit Tag Teams gut dabei, definitiv. Und ansonsten, finde ich, ist man mit Schwert und Schild auch immer noch gut dabei. Also man kriegt ja im Moment noch... Wie Zenit der Könige. Zenit der Könige, natürlich. Zenit der Könige finde ich mit eines der Top-Sets Schwert und Schild. Also da kriegst du wirklich tolle Artworks. Ich habe sehr gern Velvet Voltage auch aufgemacht, als die Amazing Rares eingeführt wurden. Overopened. Ja, da habe ich auch, sehr viel aufgemacht, aber dass du da, also die Amazing Rares, die fand ich echt schön. Was auch noch cool ist, Vista Universe, ne? Zenit der Könige in Japanisch. Ja. Aber Japanisch gefällt mir immer noch besser, allgemein. Poke Gods with the Dono. Thank you so much, dude. You don't have to do that. I appreciate it. In Japanisch gibt es ja noch die God Packs, das ist halt auch nochmal. Haben wir jetzt aber auch. Ja, so halbe God Packs. Ich meine jetzt auf Vista Universe bezogen, da hast du ja die richtigen God Packs. Aber das finde ich schon cool, was die jetzt gemacht haben, dass du die ganze Evoline in einem Pack ziehen kannst. Und vor allem ist es auch echt selten. Ich meine, ihr hattet noch keins, ne? Ja. Ich hatte noch nicht mal einen Hitch, aber... Sind die dann auch alle als Illustration Rares? Sind das dann alles Illustration Rares auch, wenn du so ein God Pack hast? Die Entwicklungsreihe ist auf jeden Fall drin. Du hast quasi das, was du in deinem ersten Build und in deinem ersten Bundle drinnen gehabt hast, an Hits in einem Booster. Okay. Okay. Ist Lorcana eigentlich noch was? Das ist schon wieder vorbei. Das ist absolut ausverkauft. Das ist riesig. Da ärgere ich mich noch so, ne? Lorcana Season 2 wird heiß erwartet, weil Season 2 mehr Print bekommt. Das sicher? Das haben die gesagt, ja. Da bin ich mal gespannt. Also, sie haben gesagt, dass sie den Fehler nicht nochmal machen wollen. Das ist das, was ich weiß. Ich glaube, die Hälfte hat er fast weggegriffen da vorne, ne? Also, ich glaube mal,
Ich glaube mal, bei zwei werden sie nicht genug printen können, dass es nicht auch relativ schnell ausverkauft ist. Das schon, aber ich glaube, es wird mehr geben. Ich denke auch, hoffentlich. 14 Uhr starten wir um 5.11. Mir wird gefragt, Lokana zum Sammeln lieber Englisch oder Deutsch kaufen? Da seid ihr die Experten. Ich glaube, zum Sammeln ist es mehr oder weniger relativ egal. Also ich meine, wenn du die wirklich nur Beine haben willst. Englisch ist halt ein bisschen teurer als Deutsch, das muss man sagen. Ja, weil auch die Engländer überall, die Engländer kaufen jetzt sogar schon deutsche Displays, wenn sie was finden. Echt? So Displays sind so. Es ist super rare. Lokana ist viel zu gering und viel zu hyped. Ja. Im amerikanischen Raum ist Lokana viel größer als bei uns. We got Oddish. When the Pokerad 4.0 packs come back in stock, says Ethan. Aber ich glaube, bei Lokana wird es sich auszahlen, wenn man da ein bisschen wartet einfach und dran bleibt, weil das hat sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich, und es macht auch einfach Bock zu spielen, wie Dalu ja die ganze Zeit schon sagt, ne? Also, ich glaube, wenn man da dran bleibt und die Geduld hat, auf jeden Fall mal bis Set 2 und danach auf den Reprint von Set 1 zu warten, dann kann man gut einsteigen. Lass uns das mal spielen, Dalu, irgendwann. Ja! Du kannst mir das beibringen. Ich habe noch nie so richtig ein TCG richtig gespielt. Kann mir das beibringen? Ich habe 3 dicke Decks am Start, 2 Meta-Decks, ein Test-Deck. Ja, dann gib mir mal deinen Test-Deck mit dann im November. Ich habe ja so 5-6 Booster habe ich aufgemacht, aber das reicht ja noch nicht für ein ganzes Set wahrscheinlich. Ja, lass mal machen. Lass mal eine Runde spielen. Das könnt ihr perfekt dann bei uns im Laden machen eigentlich, ne? Lass uns direkt das Turnier abräumen, Dalu. Wir machen einfach noch ein Turnier. Ich gebe dir die beiden Meta-Decks mit. Ja. Hast du es jetzt eigentlich schon mal gespielt? Ja. Ich meine, ja, Lennart jetzt auch. Achso, Lennart. Nee, ich hatte ja nur die paar Packs, das hat nicht gereicht, um... Aber hast du kein Deck? Nee. Also ihr beide habt noch kein Deck, ne? Dalu hat drei Stück Decks. Ich hab mehrere Decks. Ich meine jetzt auch die Starter-Decks, dass ihr da zu Hause mal zocken könnt. Ach so, nee, also die Starter-Decks, ja, brauche ich. Ich habe 4, 5 Packs, habe ich. Die wir auf der Gamescom zusammen aufgemacht haben. Okay, DK, ja, genau. Ja, dann gucke ich mal, dass ich dir noch Decks besorge. Mein Mod fragt gerade bei mir, er hat alle 3 Musketier-Promos zusammen, soll er die noch halten? Ein paar, ja, die kriegst du ja gut verkaufen. Was will er denn sonst damit machen? Er soll die halten. Verticken vielleicht. Okay, that, dude, oder graden lassen. Weil das heißt ja auch, dass er das von der GenCon aus Amerika hat. Will ja auf jeden Fall noch halten. Was sagt ihr eigentlich zu der Van Gogh Pikachu? Karte, geil. Alles drumherum, geil. Aber Ablauf, schrecklich. Ja. Das war wirklich ja die größte Phase, ey. Ich hab es gibt die Sachen, die sind so schön, die es da gibt. Also nicht nur die Karte, sondern auch die Merch-Artikel sind ja saugeil gewesen. Oh, ein super schön. Ja, ist ein schönes Artwork, muss man sagen. Oh. Was war das? Nummer 7? Ich sag's auch immer wieder, ne? Galaxy voll sein. Jede Karte besser. Ja, das sieht sick aus. Oh, der Swirl da oben. Das ist eine geile Karte. Sieht aber nicht so. Die Karten sind alle nicht. Die Karten sind. Was? Ist actually pretty clean, hat er gesagt. Nicht gesehen. Auf der Rückseite war auch oben kompletter weißer Streif. Und die habe ich jetzt auch nicht gesehen. Da kommt ihr echt kurz an, ne? Von der neuen. Ja, er sagt doch nur den Preis von der neuen. Wow, look at that swirl too. Wenn man Lokana Booster Deck noch bekommen würde für 200, würdest du kaufen oder einladen und hoffen, dass es teurer wird? Booster Deck, also ein Display für 200 Euro, da gibst du ja schon eigentlich einem Scammer das Geld, ne? Muss man halt einfach schon sagen. Ist halt schwer zu sagen. In Japan habe ich Lokana Booster gesehen auf Englisch. Für 600 Euro umgerechnet. The fuck? Und einer hat es gekauft. Okay, das ist krass. Ich glaube, danach könnten wir dran sein. Aber ich glaube, die Displays von Lokana, wenn Lokana sich hält, das wird mehrere Jahre halten, wird es mehr über 200 gehen für die Base-Dinger. Danke, Ira, Ira, ja, Lokana ist spannend. Ich meine, Lokana hat ja unfassbar auch viel Potenzial. Ne? Disney ist ja so groß, die haben ja gefühlt mittlerweile alles. Du kannst ja Disney Lokana so unendliche machen eigentlich. Also, was ich halt so gehört habe, ist, dass die nächsten 2 Jahre an Sets eigentlich schon feststehen. Ja, klar, natürlich. Aber deswegen sage ich ja, das ist ja unfassbar viel Potenzial. Auch alleine nur thematisch, ne? And Pantalissa LX, thank you for joining up to the Poke Cave membership as well. All right, here we go. Sorry. Alan, ach ja. Packs here. Dark Flareon,
the Electrode, ey, diese, and the Dark Persian. Die Evolutions, die hätten wir als Holo in der Set rein müssen. Machen müssen. Stell dir mal diese Flamara als like Galaxy voll rare vor. Alright. Coughing. Come on, come on. Meow. That's right. Let's get something. Oh, and a Dark... Dark Machamp, look at that. But it's a non-Holo. Wie schwach die Karte aussieht ohne Holo-Pattern und wie mächtig in Holo. Yep. Ja, Mann. Hat jemand den Holo-Counter? Wie viele haben wir jetzt gehabt? 6 oder 7? Wie viele sind da noch drin? Euer Chat war doch gut dabei, ne? Könnt ihr vielleicht mal erklären, 8. wie der Wert von so einem Display bestimmt wird? Ist der einfach theoretischer Wert oder alle Karten summiert? Du guckst einfach, wie teuer ein Booster-Pack theoretisch wäre und wann für welchen Preis es zuletzt verkauft wurde. Und dann rechnest du es theoretisch halt auf die 36 Booster hoch. Bisschen plus noch wegen der Box und Co. Und dann hast du den Preis. Du guckst eigentlich nur nach, für wie viel das letzte Ding verkauft wurde, weil so viele werden ja am Tag nicht verkauft. Ja. Ich glaube, die letzte Team Rocket First Edition Booster Box ging für 13.000 weg. Das heißt, sein Titel ist... Ah, gute Frage, das weiß ich wieder nicht. Auf eBay gehen die tendenziell auch immer für ein bisschen weniger als bei Trusted Händlern auf Card Market. Dankeschön, Kalle. Weil man muss halt bei diesen ganzen Vintage-Boxen auch wirklich sagen, dass die meisten Vintage-Boxen ja überhaupt gar nicht öffentlich gehandelt werden. Ja, das ist ja so eine eigene Bubble, die das da tradet. Muss ja auch vertrauen können, kannst du ja immer 13. Also machen trotzdem Leute anscheinend. Kann man machen natürlich. Ich meine, man muss auch natürlich die Leute auch kennen, die das dann anbieten und welche besorgen können. Aber so ein Netzwerk oder ich sag mal wirklich Leute kennen bei so Vintage-Boxen, das ist schon sehr wichtig. Goop Gas Attack into. Oh, it's the Dark Dragonite! Danach kommt das Holo. Wie sieht Non-Holo halt auch nicht mal ansatzweise so geil aus wie die Holo-Karte? Wisst ihr eigentlich, warum es die als Non-Holo in dem Set gibt, die Holos? Die ein oder generell die Holos? Gibt es dafür einen bekannten Grund? Gibt tatsächlich eine Erklärung dafür. Und? Wizard hat die nämlich damals als Non-Holo geprintet, damit du deine Holo-Karten schützen kannst und deine Non-Holo spielen kannst. Das ist offiziell? Also so habe ich es zumindest mal damals recherchiert. Ich habe mal so Fun-Facts recherchiert für Shorts oder so und da habe ich das auf jeden Fall gefunden. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keine Wizard-Webseiten-Info gefunden oder so, aber ich denke mal schon. Also das, was du sagst, ergibt natürlich Sinn, aber im japanischen Markt warum haben sie es nur das gemacht? Gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. So, weißt du, warum haben sie es dann bei den nächsten nicht beibehalten? Dann war das wieder egal, oder was? Wizard hat so viel Mist gemacht. Legendary Collection. Ja, das ist ein schönes Ding, ne? Das war eine geile Idee. Firework, Rares, Banger. Ich meinte jetzt Mist mit irgendwelchen Fehlern oder hast du nicht gesehen. Es gibt ja so viele Errors im Vergleich zum japanischen. Auch zum Beispiel, dass Gym Heroes und Gym Challenge nie auf Deutsch erschienen ist. Ich hatte letztens mal so alte Themendecks da und da war in diesen deutschen Themendecks so eine Werbung für Gym Heroes drin. Hier, Gym Heroes, Sammelkartenspiel bald erhältlich. Es kam irgendwie nie raus. Naja, aber Ero hatten japanische Karten auch. Die Kino-Karte, Nintendo. Die habe ich letztens auf einer Messe gesehen. Ja, die habe ich graden lassen. Kam mit Luft in Ring wieder zurück von PSA. Das ist eine meiner kaputten Karten. Ach, oh no. Sleep. We got danach Diglett. Kommen wir. Ich habe schon mal Pokeref geschrieben. Also es sind schon 8 von 12 Holos weg. Ah, was? Diglett, Drowsy. Ja, dann haben wir jetzt gleich 4, ne? Dann ist doch fertig. Das ist doch gut. Oh, das Gold war. Non-Hollow. Dankeschön, Siebel. Das Raichu ist noch drin. Straguan ist noch drin. Boah, das Raichu wäre. Boah, wenn Raichu jetzt bei einem von euch drin ist. Bisschen traurig, dass du nicht die Reihenfolge bist. But the lineup. Lass uns sie erstmal ziehen. The lineup, Dragonite definitely the best. Oh Mann. Well, in my opinion. So, komm, wer ist jetzt dran? Dalu, du hast gesagt, wir sind's. I need to rehydrate for this one, cause okay, jemand anderes sagt, es waren doch erst 7 Holos. Oh, trinken. Komm. Ja, aber wir auch. I haven't seen in a while. And it's really cool. It's kind of like a nostalgic like feeling. Ich habe keinen Ton. Warte mal. Obviously breaks stuff like that, so. Welcoming back. Guck mal. We have Trulix and D'Alucard. If you guys remember, like, they used to be in openings every single week. I'm sure they're watching right now. But we're going to see what we can pull them.
Kennt der Chat uns auch noch? We got die Halu-Karte. The Trulucard Buddies right here. Ja. I don't know. They combined their powers and their names right now. And they have four packs. 61664. Okay. Also nochmal. Pack 1 right für Sascha. Combining Pack 2 für die Community Giveaway Pack. I mean, look. If you could pull like two or Pack 3 meins. Letzte Pack Dado. Even 4 would be nuts. Leute, haut mal Flammen in den Chat hier bei mir. Two on the pack artworks. Oh, Jesse Gott. James and the Gyarados packs. Ey, du hast ja wirklich. Du, warte, hast du jetzt wirklich mit ihm geschrieben oder hast du gecallt, Dalu? Nein, klar, klar. Ich hab mit ihm geschrieben, ich bin ja dicke mit ihm. Ach, Schwass. Jesse James Pack Artwork. Okay. So, komm! Jesse oh James Pack für Sascha. Viel Glück. Ich trinke nochmal was. Oh Gott, ich hab fast meine Flasche nicht getrunken. Hey, komm. Let's see what we can do. Also, Rich's Rips on IG. Thank you so much for 1 month of support and gifting 5 memberships here. Vielleicht direkt so ein Shiggy oder sowas im Start. Oh, die sehen ja böse aus, die Karten da vorne. Ja, die sehen alle so aus. Das ist aber nur die Ankommen, das geht. The Retro Core with 31 months. Oh, here we go. Oh my god, I lost my chat. Scheiße. I gotta stop this glitching. Digga, Rocket Secret Machine. Digga. Okay. Digga. Look at that. Okay. Perfect. Pets. Plays, thank you. I can't talk. Thank you for 6 months support. Das ist auch so Jay's aufregend. Corners TCG with 26. Ja, der freut sich, dass ihr wieder da seid. Lock on this? Let's do it. Let's start with Alien Lock. Oh, lecker. Dark Charmeleon. Let's get some Alien Luck, shall we? Das aber I could go for some Alien Luck right now. Some luck from another world. Oh, Charmander. Slowpoke into. Oh, it's a Hollow. That was nice. Holo. We're one for one. The Dark Weezing. The Mummy with Abstand schwächste Arme. That's mine. Egal, egal. Holo ist Holo. Holo ist Holo. What? Die war zweimal in dem Display. A two Weezing box. War die erste Mal Holo? Nee, die war schon in Holo drinne. All right. Ja, war geil. Holo. Sehr gut. Oben rechts. Oh, unten rechts. Weezing. Egal. Ach du Kacke. Hey. How many Hollows are we putting out of these 4 packs? Ich freue mich, dass ich eine Holo gezogen habe. Das ist mir schon ein bisschen. Ja, Holo ist fett. Und ich will sowieso mit diesen ganzen besonderen Boxbreaks, ich will alle Karten bei PSA graden lassen und dann in so einen großen Bilderrahmen machen, weil uns ins Büro hängen. So dann, und dann unten rechts so reinschreiben hier 10.10.23 Pokeref Break. Ja, das ist geil. Geil. Okay, Holo nimm mal mit. Jetzt kommt Community. Ja, jetzt kommt das Giveaway Pack für euch. Ah, geil. Das ging jetzt schneller rum als gedacht. Ja, nice. So, aber was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn das jetzt gleich das Raichu ist? So, dann schreibe ich mit dem Gewinner. Ja, dann muss Dado da. So, also good luck an die Community. Wir erklären gleich... Bei uns leider ein Mod gewonnen. Oh. Wir erklären gleich nochmal, wie man gewinnen kann, ne? Ja, ja. Genau. Gott. Hey, nice. YouTube is changing up stuff all the time. Also, gesagt, ich freue mich über die Holo. Über jede Holo. Für mich bleibt keine mehr. Oh, wait, I don't think you guys can see that. Da sind jetzt 4 drin, ich sag's dir. Der hat so gut gemischt. Der hat so gut gemischt, dass er am Anfang zeigt, was er kann mit Blubak und dann geht's richtig rund. Mal, wie ordentlich hat das Pack. Okay, doch nicht. Hat er doch kaputt gemacht. Fidel H, thank you so much, Fidel. Boah, sehen die aus, die Karten. I don't know what that means, but. Happy aber die Holo sah okay aus, fand ich. Alright, we got Dark Muck. Hab we got Porygon. We got Imposter. Yo, what's up, Trainer Trey? It's their first... That makes sense. Oh, okay, so I can see if it's your first Super Chat. Interesting. It made it seem like it was like a one-year thing, because there was like a balloon. So I was like, oh, it's your one-year... Der Pograf lässt sich immer so ablenken. Ponyta, and then everybody was having one. Like, Magnemite, M.E.L. Oh, wir haben Glurak Holo gezogen. We got Cuffing. We got Goop Gas Attack. We got our boy. We got Grimer. Und? And dunkles Arbok für die Community. Dunkles Arbok für die Community. Ich mag die Karte aber. Finde die vom Artwerk ja schön. Aber wäre Holo schöner gewesen. Ja, sind trotzdem fette Karten. Also die alle Pack Fresh zu haben. Ich finde Arbok nicht schlecht. Dark Arbok's going. We are one for two on the Und? Das ist halt so ein geschenkt Gaul, ne? Also hat einer von euch gerade $450 im Pack gespart. There we go. Okay. Ja, aber die Karten, wenn alle der Pack Number trotzdem three. Gut was wert. Immer noch First Edition. Look, there should be a bunch more Hollows. Wer kommt denn jetzt eigentlich? Das ist jetzt mein Pack. Okay. Das ist für Dalu und mich nochmal auch eine schöne Holo, dann sind wir doch alle zufrieden. If it's the normal 12. Oh, Slowpoke. Oh, sehen die sehen gut aus. Right? Mm. Let's find out. Die letzte sah wirklich gut aus. Wir müssen noch was trinken. Ah ja, oh ja. We have challenge.
We got Full Heal Energy. We got a Slowpoke, a Dark Raticate. Oh, we got Maggie the Monkey. Oh, nix davon. Voltorb. We have a Diglett. Come on, come on, come on. Relaxo. It's time to pull the big boys. We got Squirtle. Ja, oh, jetzt ist Dark. Jetzt komm, Turtok. Oh, my God. Here comes the Rocket. Oh, Weezing Arbok. Here goes your... Aui. Schade. Where's the big Blastoise? Also, da hätte ich ganz ehrlich, hätte ich lieber das Dark Arbok gehabt. Eieiei. Come on! Alright, pack number jetzt, four. Dalu, this keiner. Has to be a banger right here. Jetzt we need a banger to be right a banger, now. Habt ihr gehört? Lemon 710, thank you for the dono as well. Currently opening your first Ultra Premium Collection. Da ist was Fettes drin. I think it's one of the best. Ihr hattet beide Jesse und James drauf. Rasch hatte die Holo. But yeah, it's nochmal bitte was awesome. Break and Rake, thank you so much for the dono. Ich trinke auch nochmal. It's just salt. Thanks for the salt. Komm Level. Schon. Thank you for the donut. Stark angefangen, stark nachgelassen. Das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Loco Los Collection. Ich sag jetzt, wie damals schon beim Pokref, Dalu lag wieder fett rein. I need to check it out. Dalu hat so viel mehr Glück gehabt als ich. Nein, auf Masse gesehen kein bisschen. Wir haben das bewerten lassen. Oh nein. Unabhängig. Oh, hat der deinen Pet zerfleddert. Oh. Kann er dir Mülltüte mitschicken, das sieht besser aus als das Pack. Kann er den noch zusammendrücken, kann er so einen Kartentrick machen. Cheers, man. Found you a couple weeks back. Der mischt jetzt nochmal durch. My collector journey has just begun. Oh, Mann. Yo, round of applause to Matthew for da komm. Die Holo ist wieder here. Nicht. Hat wieder einen weißen Rand. Good luck. Abador, geil. We got Magic Mark. Der Holo ist. Dark Muck. Reyes in Chat, Leute. We got Porygon. Slowpoke. Gib mir noch einen Starter. A lot more people are coming into Pokemon now. Ich hab immer einen Shiggy. Anybody? Who's new here in the chat? Just give me a hashtag new if you've been watching for, let's just say, 2 weeks or less. Or just in the Pokemon cards, 2 weeks or less, or anything like that. I'm just curious. That's right when 151 came out. I'm just curious how many people are like... Yeah, oh, we get such a throwback to Gen 1. We got... Oh, Evoli, we got Eevee. Schon. Grimer. Und das Grimer. All right, we're going to need something big on this last one. Bring the luck. In 3, 2, 1. Oh, war knapp. Dark Gyarados, non-Holo. Oh, wir waren kurz Aber zweitbeste Karte von uns hier. Das wäre auch eine coole Holo gewesen. Wobei das Gyarados ein bisschen... Das ist ein bisschen japanisch angehaucht vom Zeichenstil, finde ich. Ja. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Rare, muss ich sagen. Ja, würde ich auch sagen an deiner Stelle. Ja, aber es ist... Ja, komm. Ja. Man, so, like, ja, sorry. Und jetzt kommt das Reinschuh als nächstes. Oh Gott. Six Hollows that we've pulled so far? Aber ich würde sagen, das können wir jetzt eigentlich nicht so stehen lassen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch... Wir müssen noch mal reingehen irgendwann. You guys all, like, Pokeref? Ja. Legendary. Wenn er Legendary nochmal pusht, gehe ich rein. Boah. Der announced ja am Ende, was er nächste Woche aufmacht. Der hat vor ein paar Tagen ein Foto gemacht. Der hat nochmal komplett... aufgesteckt wieder. Der hat wieder alles da. Das ist awesome. Okay. Wie vergiven wir gleich das Pack? Das machen wir am Ende, oder? Dann verpassen wir jetzt kein Pack. So, yeah, okay. Dann ziehen wir am Ende den Gewinner für das Giveaway-Pack. Aber es sind ja auch nicht mehr so viele Packs. Wie wirst du das machen? Also es geht ja nicht alle in einem Chat. Ich hätte gesagt, jeder von uns lost eine Person aus seinem Chat aus. Ja, wie machst du das? Machst du das dann wieder mit so einem Raffle-Ding? Ja, und dann können wir es über random.org machen. Mach das aber gerne bei euch beiden im Chat. Dann könnten wir auch eine Münze werfen. Kopf oder Zahl. Oder wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, Dalu. 1 gegen 1, du gegen mich. Du lost einen Gewinner aus deinem Chat aus, ich einen, und dann machen wir ein Best of 3 Schnick, Schnack, Schnuck. 2, 4, 6, 8. Okay, ich 12 exactly left. Guck gerade schon in deine Facecam, Dalu. Ich sehe was. Ich weiß, dein First Pick weiß ich schon. Du bist ja so ein Steingamer, oder? Du bist so ein Steingamer. Ich werde Steinmann als erstes. Der gute alte Stein, ja, okay. Ich werde direkt Steinmann, ich mach zweimal Stein. Okay, dann muss ich ja nur zweimal Papier nehmen. Hier müsstest du nur zweimal Papier nehmen. Ja, okay. Dann hättest du es. Was hat er jetzt gemessen? Hat er irgendwie gedacht, er hat irgendwas falsch gemacht? Nein, ich glaube, er hat die Holos nicht richtig gezählt. Weil er denkt, es wird erst 6 weg. I don't even know. They brought 7, right? Ja, euer Chat. Was waren jetzt 6, 7 oder 8? Irgendwie so um den Dreh. Müssen jetzt 8 sein, die weg sein mit Dana.
glaube, acht Holos sind weg. Also haben wir noch vier Stück da drin. Ey, aber es war noch kein Totor, kein Dragoran, kein Simsala-Holo, also eigentlich die Big-Holos außer das Glurak, die können noch drin sein. Ja. Also bis auf das Glurak war das nicht so eine fette Box, mal schauen. 9? Okay, so, ja, 8 oder 9, Chat ist sich nicht einig. It's hard, you need that, it would have to be that certain person that would want that card and is willing to pay more for the card, although I don't typically think people price cards more for Legendary Collection hat der Pokéref zuletzt am 4.7. aufgemacht. Realistically, probably not much. Wird noch ein bisschen dauern, unless you have something crazy, like a whole bunch of crazy swirls or some kind of crazy swirl or just something like really super crazy or unique. Dark Flareon, Full Heal Energy, Porygon, and a Charmander. Charmander ist halt geil. But I'm sure people look for those. We have a member here, Tina. You guys know she's. Ich bin so eingespannt, dass letztes Mal eingespannt. Pokref war schon geil, ey. Das ist richtig geil. Das wieder. War eine gute Zeit. Eine lange Pause ist richtig geil gerade. Ja, Psyduck. Ja, das kickt nochmal noch sehr gut bei euch. Manchmal bis 3 Uhr. Dark Raticate. Ja, der hat das früher ab. Ab wann? 24 oder 1 Uhr nachts? Eigentlich. Eigentlich 0 Uhr. We didn't get this on the hall yet, did we? Hey, whatever. We are one for one right now. Oh, ist Discord gerade am Arsch? Hört ihr mich? Hallo? That's one snake you don't want to mess with. Alright, so, just like I thought, the Hollows, here they come. Dark Arbok, hallo? One for one. Can we go two? I don't think anybody went two for two today. See if we go two jetzt for two. Jetzt geht Lennart's Headset nicht. Ne, jetzt höre ich dich wieder. Du warst gerade total laggy bei mir. Well, I mean, we did, but... On a charge also eigentlich hat er um 0 Uhr angefangen mit unserer Zeitumstellung irgendwann um 1. Wie spät ist eigentlich jetzt gerade bei dir? Welchen Bundesstaat ist der? Ich glaube 9 Stunden vor. Ich glaube Kalifornien kommt er her, oder? Let's go 2 for 2. Das mittags machen die da mal casual eine Rocketbox auf, ey. Wie lange haben wir das gemacht? Dark Arba. Über ein Jahr, ich glaube anderthalb Jahre. Wir haben die ganzen Openings mitbekommen. Wir waren jede Woche drin. Jede Woche. Also da haben wir auch ein Geld gelassen bei dem. Aber da waren... Also ich, mal ohne cocky zu sein, ich glaube, wir haben damals auch schon gut geholfen im Pokref, auch was die Streams angeht, ordentlich zu pushen. Weil kurz darauf war hier... Miskiff auf einmal drin, da waren Papa Platte, Trimix drin mit Packs und so. Und als ich das erstmal bei ihm drin war, hatte der 170 Zuschauer. Ich glaube, ich hatte das 4-5 Mal gemacht und hatte ich Dalo gefragt, ob er das nicht auch geil findet. Dann war Dalo dann drin. Der ist ja, da hatte der, ich glaube, 70.000 Abonnenten gerade mal. Jetzt sitzt er da bei 2,3 Millionen. Das ist insane, wie groß er geworden ist. It's time that we start off really strong. Ich habe gerade einen Raid von Franzi bekommen. Franzi, danke für den Raid. Ja, jetzt kommt er an und sagt, jetzt soll das serious werden, unsere Packs weg sind. Ja, wir gucken ja gerade wieder beim Pokref zu und unsere 4 Packs sind schon auf. Oh Gott, Dalo. Wir waren dabei, wo wir im Stream mitgeholfen haben, dass er die 100k Abonnenten voll macht. Ja, und wir hatten auch mal immer Likes auf die Videos gepusht. Genau, ja. Da hat er sich doch so gefreut. Wir waren dabei, wo er die 100k geknackt hat. Jetzt hat er 2,3 Millionen, das ist schon irre. DV with 1 month. Ben W, what's up? Good to see you, dude. Ach, der hat aber auch wirklich angefangen mit krassem Zeug, ne? Scatterbrain, yo, it's been a minute. It has. Auch die ganzen X-Series, so, da würde ich gerne mal reingehen, muss ich sagen, bei diesen X-Series, wo du noch Goldstar handeln kannst und alles mögliche. Die hatte der auch aufgemacht, ja. Macht er auch noch auf, glaube ich. Der hat auch irgendwann Modern aufgemacht, das war nicht mehr so geil, aber er musste ja irgendwann. Beim letzten Mal war es Delta Species, das war auch ganz cool. Oh, bei mir hat gerade jemand nachgeholt. Als ich das allererste Mal drin war, beim Pokref, da hatte der 30k Abos gerade mal. Dark Goldbag! Oh, sieht cool aus. Aber die Box ist bis jetzt wirklich, bis auf das Glurak, nicht strong, ne? Nee. Und guck mal, die hat da auch... Keine gute... Also, alles schöne Holos, ne? Aber von den, ich sag mal, von den Chains... Holo-Pattern guckt durch. Die Qualität der Karten ist auch erstaunlich schlecht, finde ich. That will do with that. Love the green cave though. Das war noch Zeit, ey. Wow. Das ist auch schon 2 Jahre her, ist finde ich krass.
Das kam halt auch zum perfekten Zeitpunkt, ne? Corona, konntest eh nichts machen, saß nur zu Hause rum und das war so ein geiles Special immer am Dienstag. Wie man mitten in der Nacht noch reingeshoppt hat und so, ich hab ein Pack, ich hab ein Pack. Ja, um 2 Uhr nachts und wieder 300 Euro weg. Weißt du noch, die ersten japanischen, die der aufgemacht hat, wo so ein Pack noch 150 Dollar gekostet hat? Ja, wo auch immer. Wie viel hast du? Wir wollten 2 oder 3 machen. Ja, ich habe 5 gemacht. Ich habe 8. Wir haben einmal jeder 10 Packs gehabt. Das war eine japanische Box mit 40 Packs und Dan und ich zusammen hatten 20. Da war ich auf der Rapid LAN und das war, glaube ich, Expedition japanisch. Da hat ein Pack irgendwie 100 oder 150 Dollar noch gekostet damals. Das war irre. Back to the front. Einfach die halbe Box weggekauft. Erinnert ihr euch noch an die Fake-Box? Ja, klar. Ja. Riesending, sehr lustig auch. Der Pokref bis zur Hälfte noch versucht hat, es echt aussehen zu lassen. Alle im Chat geschrieben haben, guck mal da, das passt nicht, das passt nicht. Und er reißt die Karte durch und die ist aus Plastik. Die Verzweiflung, die immer größer wurde. Die was? Die Verzweiflung, die bei ihm immer größer wurde. Ja, der tat er mir auch echt leid, ne? Ja, das war schon hart, ja. Aber das Gute war ja, er konnte das ja alles klären. Er hat die Kohle vom Verkäufer zurückbekommen. Er ist nicht drauf sitzen geblieben. Jetzt hat er aber auch gerade ein bisschen Verzweiflung im Gesicht, oder? Naja, nur weil er sich verzählt hat. Die Holos stimmen ja. Die Karten sind nur kacke. Ja. Gut, da kannst du halt nichts machen. Ich meine, das kann ja bei der Box von Dennis genauso sein. In meinem Chat wünscht sich gerade jemand, wenn ihr die Packs dann selbst aufmacht, dann bitte auch mit langen Talks, habt die Ref-Sessions immer wie ein Podcast gehört, war zu gut. Also wenn wir die Packs selber aufmachen, können wir natürlich nicht, also wir müssen natürlich auch über die Karten quatschen. Aber wenn ihr uns im Chat da irgendwelche Themen gibt, über die wir nebenbei quatschen, na klar. Also wir haben keinen Zeitdruck. Wir sagen nicht, wir müssen es in einer Stunde weggehebelt haben, die ganze Box. Aber da wir dann die sind, die aktiv die Packs aufmachen, ist natürlich der Fokus dann ein bisschen mehr auf den Karten als jetzt beim Zuschauen beim Pokergriff. Wir können danach auch noch einen Podcast machen, ne? Also wir haben alle Zeit der Welt. Das Ding ist, du kannst 10 Minuten nach Hause fahren bis zu Hause, ich muss mich noch 5,5 Stunden ins Auto setzen. Wenn ganz zu spät, können wir es nicht machen. Außer du schmeißt mir da irgendwo eine Couch hin, wo ich pennen kann die Nacht, dann fahre ich. Nee, wir haben ultra geile Couches bei uns im Laden. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast im Video, aber die sind ultra gemütlich. Ja, Dalu, du und ich, wir Podcast hinterher schauen und wir pennen da im Laden und am nächsten Morgen wird der Laden aufgemacht um 8 und wir pennen da. Und der Laden ist leer. Okay. Übernachtungsparty, wie früher in der Schule. Oh, eine schöne Pyjama-Party. Ja. Für alle ab 2 Packs dürft ihr mit uns, mit Dalu und mir noch eine Pyjama-Party machen. Boah, guck dir die letzte Karte an. Alright, good luck. Gotta get a Dark Raichu. Dark Flareon. I don't know, I don't think the Raichu is guaranteed in the box. Das Ding ist, ihr blödelt ja jetzt so rum mit irgendwelchen doofen Ideen, die man machen kann, aber wir können wirklich mal andere Events auch uns überlegen für den Laden, was man da mit der Community machen kann. Da kannst du alles mögliche machen. Ekans, we'll find out. Also nur mal so reingeworfen. Einfach so, wenn es mal wieder irgendein Pokémon-Set gibt, wovon ihr ganz, ganz viele Karten mal bekommen solltet, kann man ja wirklich mal an einem Tag da alle öffnen vor Ort. Alle machen mal ein Display auf. Ich weiß nicht, ob das noch bei unserem Pre-Talk war, wo wir 151 aufgemacht haben, aber wir hatten schon gequatscht. Das macht der Pokergriff manchmal so ein 1000-Booster-Unboxing. Ob wir da irgendwann mal sagen, man macht zum Beispiel ein Charity-Event oder sowas, wo wir dann da sitzen und machen die Packs auf, wie auch immer das dann aussehen mag, dass vielleicht ein Pack, was weiß ich, ein bisschen mehr kostet und das, was draufgezahlt wird, wird dann eine Charity hergegeben. Ich mach's einfach, dass ein Pack, keine Ahnung, dass es 2-3 Euro mehr kosten, dass am Ende ja 3000 Euro oder 2000 Euro Charity allein schon. Also ich sag mal, wir sind offen für alles. Dark War Turtle, Dark Primeape und Dark Vaporeon. Oh mein Gott, Dalu, eine Frage an dich. Das kommt auch von der Pokerzeit damals. Ist bei die Holocard inzwischen das Online-Banking angekommen? Nein. Oh mein Gott, du hast doch immer keins? Nein. Was? Ich hab's noch nie gebraucht. Wofür? Die hat sich nicht geändert. Oh, schon wieder jetzt nicht den Big Hit. Ey, das habe ich schon wieder vergessen.
Ich weiß immer noch nicht, wofür man es braucht. Ich musste heute 3 Rechnungen überweisen mit Online-Banking. Ich nicht. Warte mal, du hast kein Online-Banking? Nee. Du grüne Neune. Ja, okay. Hab's immer noch nicht gebraucht. Aber wenn es vielleicht mal notwendig ist, dann gucke ich mal. Das heißt, wenn du was überweist, gehst du noch so schön an Schalter, an die Maschine ran. Die rollen mir den roten Teppich aus. Haben Sie den Überweisungstrager? Buch mal für mich. Den Überweisungszettel einfach da nochmal reingeworfen, nachts rein. Morgens bei der Bank angerufen. Oh, ich habe eine Null zu viel dran gehangen. Wir können einen Rekord für das größte Opening machen. Dann haben wir einen Guinness World Record und da machen wir ein Charity-Event draus. Wie viele muss es sein? Hast du das von dieser Card-Party mitbekommen, von dem Deep Pocket Monster? Der hatte das letztes Jahr, einen Weltrekord gemacht. Ich glaube, es waren mehr als 1000 Leute. Also diese Card-Party war wie so eine kleine Convention. Wirklich so eine Party für Pokémon-Fans. Und da hat er diesen Rekordversuch gemacht, dass du innerhalb von 30 Sekunden mussten dann die Leute alle ihr Pack in der Hand hochhalten, das Pack aufmachen und dann haben die quasi wirklich gezählt, wie viele Booster gleichzeitig aufgemacht worden sind. Und es waren, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viele, 1000 plus. Wie viele Booster-Packs muss man in 24 Stunden öffnen, um den Weltrekord zu haben? In 24 Stunden? Ich glaube, da gibt es noch keinen. Ich glaube, das können wir mal anfragen. 24 Stunden, ey. Also ich wollte auch wirklich schon immer mal im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Ich hatte tatsächlich jetzt was angestimmt. Sabaton im Karten öffnen. Stimmt, pro Sub ein Pack mehr. Wenn wir uns dann da 3 Wochen einschließen bei dem Laden, Sascha? Also wenn die Subs kommen, dann muss weitergehebelt werden. Wir machen einfach in den Laden so einen Glaskasten, da könnt ihr euch dann reinsetzen. Oh, jawoll! Oh. Na endlich! Die hätte ich so gern gehabt. Das ist geil. Aber warte mal, ich sehe da jetzt nichts am Holofoil. Die sieht doch, oder? Nee, links an der... Links von der Kanone, rechts am Knie. Beim Ohr auch. Also da ist wieder der Stein drüber geschrubbt worden. Oben am Ohr, ja. Ist ja wieder Arsch. Dark Blastoise Hollow, about jetzt mal von hinten schauen. Saugeile Karte. Insane card to pull. Also wäre ich auch glücklich drüber gewesen. Ich glaube, ich auch. Die hätte ich so gern gehabt. Boah, ich würde gerne mal so ein 24-Stunden-Pack-Opening machen und dann am Ende alle Hits auf der Mitte auf dem Tisch haben. Also alle Banger. Wow. Das ist eine schöne Karte. Ich glaube, wir müssen uns da mal hinsetzen und so ein Festival mal machen. Oh, der Kratzer legen sie sich an den Kanone, sind 3 oder 4 Kratzer. Die sehen aber echt übel aus, ne? Printlines, oder? Nee, das sind keine Printlines. Unten rechts das Holo-Pattern ist nicht am Rand. Das sehe ich jetzt nicht. Oh, aber wirklich wunderschöne Karte, unabhängig davon. Beim Guinness-Buch kostet es aber 10.000 bis 15.000 Euro, nur dass da jemand steht und das überprüft wird, bei mir gerade geschrieben. Das ist richtig. Ach du Heiliger. Ich hatte der Deep Pocket auch in dem Video. Der muss dann 24 Stunden da stehen und überprüfen zugucken. Ich habe nämlich überlegt, ob ich versuche, ins Guinness World der Rekorde zu kommen. Und zwar ist die Challenge, McDonald's 20er Chicken Nuggets auf Zeit zu essen. Und der Weltrekord liegt bei 1 Minute 38 und ich glaube, das ist beatable. Aber ich würde da keine 10.000 Euro für bezahlen, dass mir einer 1,5 Minuten dabei zuguckt, wie ich einen 20er Chicken Nuggets vernichte. Weil du es nicht schaffst. Was sind das denn für Preise? Ich schreibe McDonald's an. Das lasse ich mir bezahlen von denen. Aber das sind 4,9 Sekunden pro Chicken Nugget. Das ist doch realistisch. Yeah, so I saw somebody commenting about price. Rein drauf, beißen, runterschlucken. Auf einmal essen, oder? Loose packs of any sets on eBay and stuff like that. Definitely for cheaper. For a good muss man die kauen? Ja, die müssen nur weg sein. Dann. Ich glaube, der Winkel, in dem du drauf beißt, ist wichtig. Du musst die hochkant zwischen die Backen, Zähne drücken und dann draufbeißen. Und dann hast du danach nur noch den Brei. Du kannst dir links und rechts in die Backe einstecken und dann so ziehen. Dass du die so runterziehst. So durch die Backenzähne ziehen oder was? Ja. Die so geschreddert werden. Dass das so teuer ist, wusste ich nicht. Doch, das ist, du kriegst auch nicht zurück, wenn du es nicht schaffst. Weißt du, Pech gehabt. Du kannst da nochmal 15k hinlegen, wenn du da nochmal einen Versuch machen willst.
there's a premium on a box price to buy. Aber gibt es jetzt dafür Regeln oder nicht? Kann ich die auch alle schnell in den Mixer packen? Nein, nein, nein. Also die müssen mit deinem eigenen Körper müssen die verschwinden. Also du kannst sie auch nicht in die Hand nehmen und dann klein manchen und dann reinschieben. Die müssen Stück für Stück in den Mund schon reingehen. Komm, jetzt zieh nochmal was Gutes hier für den. Can use some pointers. Any advice? Ach, das Display ist oh, das gut. Ist das Raichu. Ich sehe es links am Rand. Mein Raichu hatte links auch die Holofolie so rausschauen. Mark my words, Saro. Wird da links die Glitzerfolie rausgucken? Psyduck! Ja, ja, siehst du, BOM! Da ist es. There we go. Aber guck mal, ich habe hier, also bei mir wird gerade im Chat geschrieben, aber du hast, glaube ich, bis zu 3 Versuche. Ist recht? Ja, ich glaube, die ersten 40 gehen auch recht langsam runter. Ab dem 50. Nugget geht das von ganz alleine. Oh Gott. Team Rocket ist ein Set, das nie gets old. 5k pro Versuch, worth it. Absolut. Ja, die Preise sind aber auch krank. Aber es wird doch auch nicht jeder Weltrekord in das Buch dann gedruckt, oder? Das ist doch immer gleich groß und gleich dick. Nee. Das stimmt, es kommt nicht jeder rein. Die suchen dann aus. Die anderen, die nicht mit in das Buch gekommen sind, sind aber auf der Homepage nachzulesen. Ja. Jake R. Sind die Chicken Nuggets im Buch drin? Das müsste jetzt meine recherchieren. Giovanni's back and we got the Gyarados. Wobei, das ist so random, das ist doch vielleicht. Du kriegst eine Urkunde. Ja, die Urkunde ist das Geile. Weil diese Urkunde in dem Glasrahmen, die erkennt jeder sofort. Also wenn du bei dir in deiner Wohnung zu Hause im Guinness Buch der Rekorde eine Urkunde hast, das ist schon, das ist ein Flex. Und dann gehst du noch hin und sagst, ich habe in einer Minute 30, 20 Chicken Nuggets gegessen. Das natürlich keinem erzählen, der fragt, wofür das ist. Ja, gut. Ich bin für den 24-Stunden-Card-Opening-Marathon. Sabaton. Der TCG-Sabaton. We got coughing. Meinst du, die Leute müssen dann immer Packs kaufen, bis keiner mehr was kauft? Ne, jeder Sub machen wir ein Pack auf oder so. You freaking Weezing. I'm so over Schon wieder dieses now, Weezing, ey. Aber wir hatten noch zweimal Weezing jetzt in dem Display in Holo, oder? Ich glaube, es ist nur ein Holo da. Ich glaube, wir hatten nur ein Holo. Also ich meine, dass die Weezing zweimal als Holo drin war. Poke Stan. Thank you so much for Dono. Yo, Rev, watch from work. Thanks for making my day. Ich auch nur an das bei dir erinnern. Zwei Holo, zwei Non-Holo. Ei, hier, ja, das war einfach die Weezing Box. TNT Sports, thank you for the Dono. Wir waren schon dran, ja. Im Chat oben angepinnt sind die Impulse, die wir haben. It's definitely help. That's awesome. It's always cool when couples can collect or, you know what I mean, like together. Makes it way more fun. The most chicken nuggets eaten in 1 minute. 350 Gramm Chicken Nuggets. Ach, du kannst auch wieder schrecklich aus. Du kannst auch theoretisch auch selbst einen Rekord ausdenken, zahlst die 10k und der steht dann drin, oder? Das ist die Frage, wie die diesen Rekord überhaupt dann anerkennen. Ich glaube aber, dass alles, was du dir ausdenken kannst, schon irgendwie drin ist. Hey, also ich dachte gerade zum Beispiel, kennt ihr noch Hacky Sack von früher? Wo du so einen kleinen Reissack so oft wie du kannst hochhalten kannst, also so ein Chicken Nugget mit möglichst vielen Kontakten mit dem Fuß hochhalten. Das steht garantiert noch nicht drin. Oh, jawoll! Unten rechts aber von vorne sogar schon Arsch. Aber die Holofolie sieht mal okay aus, oder? Dark Dragonite! Das ist sogar die schönste Karte gerade. Die Holofolie sieht sehr gut aus. Ja. Unten rechts hat sie Whitening vorne, also am Gelb. Aber die endlich mal hier wieder eine richtige Banger-Holo. Ja, und auch eine gute Karte bis dato. Oh my god. Poke Miracles do happen here in the Poke Cave. Like, no joke. Obwohl, da ist den Strich. Ja, vielleicht ist aber auch die Folie wieder. Ja, kann die Folie sein. Immer um den Lachs da. Mach doch mal jetzt. Das ist, glaube ich, die beste Karte, die bis da drin war. Und Rückseite zeigt er nicht. Rückseite scheint schon kacke zu sein. Jetzt ist ja gleich eine andere Karte. Ja, komm, mach mal. Ich habe auch so ein Box-Race gesehen, aber die reicht schon im letzten Pack.
Aber geiler Hit, geiler Hit. Ja. Ja. Aber er zeigt die gar nicht von hinten. Aber jetzt brauchen wir noch die Raichu, dann war es doch wieder eine gute Box. Aber ich habe übrigens noch, ich hab noch eine andere Idee. Hattest du nicht mal bei irgendeinem Rev-Break eine Karte gegessen, Lennart? Da gab es da nicht auch mal sowas? Da habe ich gesagt, das war Japanisch Gym Challenge. Und rechts auch. Oh. Oh, ja. Das war Japanisch Gym Challenge, da war irgendwie 5 oder 6 Mal das Glurak drin und da war Back-to-Back Glurak und ich habe gesagt, wenn jetzt ein drittes Mal das Glurak kommt, dann fresse ich jetzt diese Pokémon-Karte. Und dann kam es, glaube ich, nochmal und dann habe ich irgendeine Energiekarte habe ich dann gegessen oder so. War das nicht ein Radfratz, glaube ich? Irgendwas. Oder ja, aber wäre das nicht eine Idee für einen Weltrekord, den es noch bestimmt nicht gibt? Die meisten Pokémon-Karten in einer Minute gegessen? Also wenn ich mir zutraue, 20 Chicken Nuggets in anderthalb Minuten wegzudrücken, locker 15 Karten. Ist so eine Box nicht overpriced? Du bekommst doch niemals 13k raus. Theoretisch schon. Also die Glurak-Karte geht für 3k. Also ne, wir gehen jetzt natürlich von Top-Quali aus, was natürlich hier nicht gegeben ist. Aber du vergisst auch, dass jede andere Hole ja auch im Wert. Also die Raichu-Karte und die Turtok-Karte und die Dragonite-Karte gehen ja schon ähnlich. Also auf 13k würdest du kommen, wenn alles top wäre. Weil man natürlich auch immer sagen muss, bei den Sealed-Boxen, die haben ja immer noch mal einen anderen... Also, die haben ja nicht nur den Kartenpreis drin, sondern auch, wie selten die Box an sich ist, ne? Ja, die Box an sich ist der Wert. Genau. Das sind ja auch größtenteils auch die Sealed Packs, die du ja auch einzeln graden kannst, die dann enorm Wert haben, weil es gibt viel mehr ausgepackte Karten als diese Dinger noch nach 20 Jahren in Sealed Condition. Das ist ja der Grund, warum die auch so teuer sind. Man, das sieht man ja zum Beispiel auch bei Schwarz und Weiß, Diamant und Perl, die ganze Ära, die Sachen sind ja so teuer, die Sealed-Sachen, weil die so wenig sind. Schwarz und Weiß mal auf. Wollen wir uns da mal zusammensetzen? Ich bin Schwarz-Weiß voll drin. Immerhin. Ich meinte jetzt die Ära, Schwarz und Weiß. Ja, auch die hatten also, der Detektiv. Das können wir machen, wir und so. Können gerne quatschen. Nee, aber deswegen, ich meine, du hast ja auch zum Beispiel Plasma Storm, da ist das Glurak drin und die Box kostet 7.000 Euro. Oder so Diamant und Perl-Sets, die kosten ja auch, da ist ja quasi nichts drin und die kosten 7.000, 8.000, 9.000 Euro, einfach weil die Boxen selten sind. Jetzt kommt noch mal was. Ist das das Letzte? Ja, ich bin mir nicht sicher, wo wir gerade sind. High Five. Oh, nee, nicht so, ne? Also wir hatten eine Holo, was auch die schlechteste war. Also wir hatten nicht Glück mit den 4 Packs heute. The greatest comeback ever on this box. It's wild. Ponyta. Come on, Ponyta. You know what comes after Ponyta. Das ist doch das Letzte, ja. See if we can repeat history this time. Ooh, Dark Alakazam. Ah, schade. We didn't actually pull a single Dark Alakazam, right? Until now. Die hätte ich gerne noch eine Holo gesehen. Until now. Oh, man. All right. It's not hollow. Das war's jetzt. Oh, my God. Ja. I can't concentrate. Jetzt sagt er, was die Box beim nächsten Mal ist. It's not me. Wenn es jetzt ein geiles Set ist, dann gehen wir rein. It's hard to concentrate now. Und kommt ganz auf den Preis an. Shaman, yo, thank you for 27 months, dude. Jesse B with 1 month. True. Also ich glaube, wenn jetzt Legendary Collection kommt, dann hat Dalo aber jetzt ein Problem, wenn er kein Online-Banking hat. Ne? Brauchst du nicht PayPal? Du brauchst kein Online-Banking. Ja, okay. Oder Kreditkarte, geht auch. Ja, es gibt keinen Grund, Online-Banking zu haben. Ja, okay. Yo. Andrew with the Dono, thanks for another awesome video. Warum gibt's das überhaupt? Hey, Andrew. Oh, it's you guys. Yo, shout out to you guys, Andrew and Luke. Sent over a really crazy mystery. Eigentlich müssten wir doch jetzt noch Shoutout oder ihr beide noch einen da lassen, oder? Im Chat. Nicht für das, was er uns geschickt hat. Das stimmt, also ja gut. Die guten nicht. Er hat ein Feuer abgewogen und die Leichen uns gegeben. Ein die Halo-Card next time better, please. Das wäre doch jetzt was. Aber was er uns da reingepackt hat für 3 Jahre Treue, war wir, also war bodenlos. Ich schreibe dem auch gleich bei Instagram. Da hätte er das Light of Hand auch machen können und mal was gönnen können. So, the last person. Oh, doch noch jemand. Oh, Georgios. Das ist das 37. Pack mit dem Raichu. Sein neuer bester Freund. Well, we at least did Georgios K. The thumbnail on point this time, guys. Every live stream I try to make the thumbnail, whatever card is that I'm holding, we pull in the video, we pull in the stream. It's we went on a roll. We got that down. We got all the big, a lot of the big hitters, most of them. The one last card. Und mir wird gefragt, wie checkst du ohne Online-Banking deinen Kontostand? Wie oft ändert sich denn dein Kontostand? Geht er jeden Tag runter?
Can we do it out of the Jesse and Jake? Hast du keinen Dauerauftrag für irgendwas? Ja, aber das weiß ich doch. Ja, aber den musst du dann ja im Laden. Ja, aber ich weiß doch, ist mir doch klar, wie viel da monatlich runtergeht. Das ist ja nicht so, dass ich da jeden Tag drauf gucken muss. Übrigens, das ist wieder Jesse James Pack, ne? Mike, thank you for the dono. Shout out to your girlfriend, Brisa. Thank you both. Ich glaube noch immer, dass Stardo uns alle trollt und der hat seit Jahren Online-Banking. You're listening to me scream. Sometimes that happens. I know. Du musst doch, also einen Dauerauftrag hat doch jeder. Und dann musst du doch mal gucken, ob da irgendwelche komischen Kreditkartenabbuchungen kommen. Ja, kriege ich ja alle per Post. Ich kriege ja jeden Monat meine Kartenabrechnung per Post. Guck mal, im Online-Banking hättest du die im Online-Postfach und müsstest keine Bäume dafür fällen, dass du deine Aber in Deutschland will man alles per Post haben. Ich muss alles in Ordnung haben. Alles schön abgeheftet. Jetzt machst du dich also jetzt so auffällig da. Nein, jetzt machst du dich ein eigener Ordner. So ein grauer mit diesen grau-weißen Punkten kennst du auch. Was würdest du sagen, wie dick der ungefähr ist? Sind alle normal, also nicht überfüllt. Also es ist nicht so, dass die schon so zur Seite aufgehen. Ich meine, der Ordner an für sich. Die Pappe. Sind ja mehrere. So, das ist so 10 Pokémon-Karten dick. Warte, ich gucke, ich habe ja welche Pokémon-Karten dick. Ah, plausibel. Bis dahin ist plausibel. So, komm jetzt. Danke, Oliver. Wo kaufst du die Ordner? Bei... Uns an, es gibt so ein Kiosk. Ich weiß, scheiße, am Kiosk. Nein, das ist ein Kiosk. Es ist keine Bude. Es ist schon so ein Kiosk, wo du reingehen kannst. Da kannst du auch Lotto spielen. Da gibt's. Come on! I think the rare is after this. But there's also a chance it's a Ponyta and then the rare. Markenname ist irgendwas one. Mit K. Kennt eigentlich Ekans. Jeder. Anybody spell Ekans backwards? Let me know what you get. Ein Schreibwarenhandel, right. Ja. Sowas meine ich. Georgius? Nee, nicht der Laden hat irgendwas mit K, sondern die Firma von dem Ordner. Kurzer Name, irgendwas mit K. Kennt jeder die Ordner? Jeder hat. Sind Finanzordner. Ja, ich glaube, Lions können sein. Ist natürlich jetzt kein K, aber ich glaube, ich meine das. Oh, aber ein schöner Non-Holo. Immerhin. Dark hey, aber Blastoise, gar nicht mal so verkehrt, ne? Von Dragoran, von Blastoise und von Charizard jeweils die Holo- und die Non-Holo-Rare gezogen. Ja, und von, ich weiß nicht mal mehr, was ich bekommen habe. Welches Pokémon das war. Ich hatte hier Kampf Team Rocket Non-Holo. Was hatte ich denn? Die Community hatte Arbok. Du hattest Weezing, Gyarados, Dark Gyarados. Ja, stimmt, ja, genau. I am going to tell you, ah ja. Mann, okay, Box. Ja, Glurak, Turtok ist schon ein Fett. Wenn ihr dann eure aufmacht, dann wird die aber besser, ne? Ich hoffe es. Bei uns nur Hits. Jedes Pack. Leonard legt einen rein. Ja. Der packt noch einen Boxchopper oben drauf. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Dado und ich ein Pack haben und wir ziehen beide Glurak und Turtok und alle im Chat schreiben, das ist gescriptet, was wir da machen. Naja, aber wir ziehen ja random die Namen, ja, klar, random klar, die Packs aber. Und die Leute sitzen da. Wir haben ja auch Zeugen da. Wir werden auch nur eine Offline-Cam haben, dass falls der Stream abbricht, ihr seht, dass wir da nichts vertauscht haben. Also wenn Dado das Glurak bekommt und ich das Turtok, dann ist das alles okay, legit. Also bei mir wurde der Community-Gewinner schon gezogen. Captain Goldfish. Also ich trete gleich für Captain Goldfish an. Noch hat er ja nicht gewonnen. Warte, dann mache ich auch mal. Also noch hat Captain Goldfish ja nicht gewonnen. Ich muss ja noch spielen. Genau, wenn ihr bei mir das Pack gewinnen möchtet. Leider Zweiter zu werden. Ausrufezeichen CB in den Chat. Wir sollten lieber random entscheiden lassen. Nee, ich habe jetzt schon, ich weiß ganz genau, was du gleich pickst. Wir machen das. Zweimal Stein. Ja, okay. Ja. Aber ich lasse gerade noch Leute bei mir reinkommen, dann. Ich würde direkt gleich für den Stein gehen. Ja, du bist fein. Ja. Dankeschön, Tanzi. Danke, Nebukadnezar. Yeah, okay. Und danke schön, Patzek, für die Resource. Glaubt ihr, Dalu nimmt wirklich den Stein? Soll ich auf Papier gehen?
Macht den nur noch alle zwei Wochen, ne? Ich glaube, Dalu versucht den Double Backstep. Soll ich Papier nehmen? Und? An entire booster box. Off. Of. Ohne Bohnen, Dalu, ne? We're opening entire booster box. Nee, ich schreibe Papier. Ja, okay. A first edition jungle. We're going all the way back to the jungle, baby. This is the second set of Pokemon cards ever released. Ist halt leider nicht schön. Of the packs, all 36, like usual. Also, das ist natürlich schon geil. Es gibt schöne Hits darin. Was kostet ein Pack? Ich würde tippen $375. And a ton more. So, it's going down. 2 weeks from today, Pulse. Oh, das ist zu viel. Boah, die Box sieht aber wieder schön aus. Die Box ist ja wie aus dem Case, Junge. And, yeah, make sure you guys der hat doch letztens auf Insta gepostet, wie er da irgendwie 3 Cases Fossil nochmal jetzt hier für seine Packs irgendwo hergezogen hat. Oha, ein Pack, aber $450. Oha. Ja, das ist genauso viel wie Rocket, ne? Ne, Rocket war 475. Aber das ist ja Rocket so viel geiler, also. Ja, es sind aber auch hier gute Hits drin, ne? Also du hast auch hier 3-4 gute Karten drin. Ja. Hey, Lennon, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich zieh jetzt. TJC Studios bei mir. Okay. TJC Studios. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, Sascha sagt Schnick, Schnack, Schnuck und beim dritten Mal zeigen wir. Wir zeigen im Stream. Ja. Warte mal, da muss ich, muss aber mach Hand rein. Unterm Bild und dann komm mit dem Ding rein, weil wenn du sonst Faust hältst, kannst du ja wegen Stein. Ich guck bei dir. Ja. So, warte mal. So, ey, das heißt, ich soll jetzt Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, wir machen mal eine Proberunde. Aber Best of Three, oder? Keine Proberunde. Auf Schnuck. Auf Schnuck zeigen. Best of Three. Ich mach sogar Augen zu. Keine Proberunde. Ja, die zählt noch nicht. Die zählt, keine Probe. Achso, ja, okay. Aber Best of 3, wer zuerst 2 hat. Ja. Warte, ich muss mir noch Motivation-Musik anmachen. Ich brauche noch die richtige Musik. Ja, ready. Amand? Ja. Okay, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, seid ihr bereit? Ja. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Und? Warte mal, ich hatte Stein, Lennart hatte Papier. Ich hatte also, Lennart hat die erste Runde gewonnen. Ja. Ah, dadurch weißt du, was ein Double Brain Move. Ja, okay. So, jetzt zweite Runde. Okay, noch. Nimmst nochmal Stein, oder? Ich nehm nochmal Stein. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Okay. Bist du auch bereit, Lennart? Bin ready. Gut, dann würde ich sagen, hier Matchball Nummer 1. Schnick, Schnack, Schnuck. Leute? Okay, das hat nicht geklappt, dass ich zweimal Stein gehe. Ja, ich habe überlegt, aber ich dachte, also. Du warst schon vorher klar. Wollte das Glück nicht herausfordern. Okay, also noch 1-0 für mich. Ist Draw die Runde gewesen. Yes. Nochmal Stein. Ja, okay, dann zweiter Matchball hier. Ja. Wie sagen, Schnick, Schnack, Schnuck. Anspannung. Okay, Doppelschere. Oh, jetzt wird's schwer. Aber? Bis hierhin habe ich's gewählt. Jetzt wird's wild. Warte, was nimmst du jetzt? Wieder Stein. Ja, sehe ich auch. Ich gehe wieder Stein jetzt. Okay. Das muss es sein. Ja. Okay, dann würde ich sagen: Schnick, Schnack, Schnuck. Was dauert bei mir? Nochmal drauf. Ah, Scheiße. Oh Gott. Sag mal, Leute. wollt ihr das nicht verlosen? Bei 3 Draws teilen Dalu und ich uns das Pack. Das war der Deal, oder? Okay, so, jetzt mach ich dich weg. Komm, genug. Okay, das war's jetzt. Okay. Würde ich sagen, Schnick, Schnack, Schnuck. Captain Goldfish, der bei mir übrigens gewonnen hat, du bekommst mein Pack. Ui. GG. So, was war... Warte. Auf Ehre. Oh Gott, ich muss den... Der Name vom Gewinner war... Oh, oh. Du kennst deinen nicht? Doch, ich hab ihn wieder. TJC Studios, GZ. Jetzt geht's aber los. Nochmal neu gezogen. Den nächsten einfach nochmal. Röder 2033. Oh mein Gott. Nee, TJC Studios. Du gewinnst das zweite Pack. Ja, GZ. Herzlichen Glückwunsch. Da aber gleich nochmal, das wird ein bisschen dauern, weil der schickt ja aus Amerika erst hierhin und dann muss ich die erst noch wieder verschicken. Also das hat manchmal einen Monat gedauert, bis die Karten hier waren, aber... Meinst du, die sind da, wenn wir den Break machen?
Ja, manchmal hat es 2 Wochen gedauert. Es kommt darauf an, wie schnell die hier sind. Es könnte sein, ja. Ich hoffe es. Also ich bringe sie dann mit. Okay. Ja, cool. Bin ein bisschen geflasht, dass jetzt schon vorbei ist. Ja, das war aber wieder Spaß gemacht. Das ist schon, sehr nice. Also, ja. Das waren schon immer geile Streams, fand ich. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, es war mir eine große Ehre, dass ich heute dabei sein durfte, weil ich meine, jetzt unabhängig von der Partnerschaft, ich habe ja auch früher dann immer bei euch immer reingeguckt, bei den Breaks, deswegen danke dafür. Ja, danke dir auch. Das war auch cool, dass wir dann so auch nochmal ein paar Fragen aus dem Chat beantworten konnten. Ja, das ist gut. Sachen, die wir jetzt nicht gewusst haben, hättest du jetzt beantworten können, das war schon nice. Jawohl. Also, ich würde sagen, wir haben den Boxbreak. Ich würde jetzt gleich dann den einen nochmal stornieren, der stornieren wollte. Ja. Das heißt, da hätte gleich nochmal jemand die Chance, einen Booster sich noch mitzunehmen. Kann jetzt nicht ganz genau sagen, auf die Minute, wann das dann im Onlineshop nochmal erscheint. Jo. Ja, schaut vorbei. Also Dan und ich laden das ja auch auf YouTube hoch. Das heißt, für Leute, die es vielleicht auf YouTube sehen, wahrscheinlich sind die Packs dann wirklich schon so schnell weg. Also ich persönlich hätte gedacht, dass wir jetzt im Stream vielleicht so, dass so 10 Packs weggehen und dann kommen nach dem YouTube-Video nochmal einige. Hätte ich auch gedacht, ja. Aber dass eine halbe Stunde, nachdem wir das announced haben, alle 34 Packs weg sind, 34, weil Dalo und ich ja auch hier eins haben, hätte ich nicht gedacht. Also da nochmal vielen lieben Dank an alle, die da jetzt auch dabei sind. Wir wissen ja auch, 399 für ein Pack ist natürlich sehr viel, auch wenn es jetzt günstiger ist als normal, aber trotzdem ist natürlich für ein Pack sehr viel Kohle. Also wir hoffen natürlich, dass wir da auch schöne Karten für euch rausziehen können und die auch alle in besserer Qualität sind als die wir heute beim Pokref gesehen haben. Ja, das wäre gut. Dann, ich hatte halt echt Sorge, dass das nicht so easy geht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr nicer Start und ich hoffe, dass wir es dann sehr lange machen können und dann alle 4 bis 6 Wochen dann immer eine andere Box aufmachen. Aber scheinbar seid ihr da ja auch sehr hyped drauf und freut euch drauf. Also ich freue mich da sehr drauf. Termin steht hier auch nochmal, 11. November, das ist der Sonntag ab 14 Uhr. 5. November. Sorry, habe ich 4. gesagt, ja. 5. November, der Sonntag ab 14 Uhr, streamen Dalu und ich jeweils auch auf unseren Kanälen. Und die Leute, die ein Pack haben, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, beim Card Buddies im Shop vorbeikommen in Hanau und könnt dann live beim Boxbreak dabei sein und euch das live angucken mit einer Begleitperson. Und ich glaube, das wird mit das Geilste an dem Event sein, einfach. Nicht nur, dass die Box aufgeht, weil dass die Box aufgeht, ist alleine schon wirklich krass. Aber ich denke vor allem dieser Event-Aspekt, dass man das vor Ort macht, alle Leute, die sich ein Pack kaufen, dabei sein können. Wir hatten es jetzt einmal mal ausprobiert bei einem Break von uns. Das ist schon ein geiles Feeling einfach. Und da erlebst du das einfach nochmal komplett neu. Ja. Also da freue ich mich persönlich auch sehr drauf, da dabei zu sein. Ich bin mal gespannt, was ihr dann zum Laden seid, sagt, wenn ihr dann da seid, das erste Mal. Ja, also ich habe es ja jetzt schon in den Videos gesehen, aber Knife ist natürlich auch nochmal cooler. Da auch nochmal, weil jemand gefragt hat, kann man auch aus der Box ziehen? Also Dan und ich werden alle Packs aufmachen. Einfach aus dem Grund, weil das ist halt quasi unser Pokeref-Format und wenn wir dann da sind und am Ende kein einziges Pack aufmachen, ist doof. Und das andere, wir kennen euch natürlich nicht. Ich hoffe, da habt ihr auch Verständnis für, ne? Weil es muss nur eine Person komisch sein, wodurch die ganze Stimmung dann im Stream kickt. Deswegen wollen wir das halt auf jeden Fall so machen, dass wir es machen. Ihr könnt aber natürlich trotzdem live dabei sein und zusehen. Und wir werden natürlich unser Bestes geben, dass die Karten keinen einzigen Kratzer bekommen. Aber das sollte ja klar sein. Dann wollen wir auch Stimmung haben, ne? Oder? Von den Leuten, die dann da sitzen, ein bisschen grölen, ein bisschen klatschen. Ja, kann ja auch super lustig sein, wenn da das Pack von denen geöffnet wird. Ja, also ihr könnt da natürlich, ihr müsst ja natürlich nicht wie die letzten Kirchenmäuse sitzen mit gefalteten Händen. Also ihr könnt da natürlich auch gern für ein bisschen Stimmung sorgen. Das wäre natürlich geil, wenn man euch dann im Stream-Hintergrund so ein bisschen hört. Ja. War sehr geil heute. Das war ein schöner Pokeref-Stream. Ja. Und genau wie beim Pokeref auch, werden wir dann live am Ende dieses Boxbreaks auch ein Glücksrad haben, wo dann die nächste Box randomized wird. Und auch dann wird es so sein wie beim Pokeref, dass man danach die Packs fürs nächste Mal kaufen kann im Shop. Genau. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Dann dir auch nochmal vielen Dank, Sascha. Weil ich meine, im Endeffekt habt ihr ja jetzt die Packs auch für uns mitbezahlt und fürs Giveaway. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Gerne. Und ja. Dann habt ihr auch mal Sascha von Card Buddies kennengelernt. Schaut natürlich gern vorbei. Wir haben vorher 151 aufgemacht. Geiles Set, finde ich. Und schaut natürlich gern mal auf der Webseite vorbei.
5% Rabatt könnt ihr sparen mit Code DALUCARD oder Code TRELUXE. Yes. Und ich glaube, dann haben wir alles gesagt für heute. Bin sehr gespannt, was die Leute auf YouTube auch sagen. Oh ja, es ist ja auch nochmal eine ganz andere Community-Teil. Da bin ich auch gespannt. Also wie gesagt, dann von meiner Seite auch aus vielen, vielen Dank. Und ich denke mal, wir haben da eine sehr, sehr gute Partnerschaft, glaube ich, die da jetzt kommt. Und da wird es noch, das wird erst der Anfang sein mit dem Base Break. Da bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich da auch sehr drauf. Da kann man cooles Card Opening Sabaton. Dallo ist so hooked, ey. Also 24 Stunden schlaucht schon. Aber ja, da müssen wir mich noch mal ein bisschen überzeugen. Aber da müssen wir aber auch dann wen haben, der die Karten im Hintergrund sortiert. Also mal ganz ehrlich, ich sleeve die Scheiße nicht, ne? Also da muss man mal zwei, drei Dullis haben, die sich da hinsetzen. Also ich mache die Packs gerne auf, aber da anfangen, jede einzelne Holo zu sleeven. 24 Stunden lang, da habe ich ja keine Finger mehr danach. Da habe ich nur so einen Stump am Ende. Schön sortiert. Ja. Das wird. So, dann hören wir uns die Tage. Ja, euch einen schönen Abend. Danke euch nochmal. Ciao. Ciao, ciao. Okay, ja, dann hoffe ich, ihr hattet einen schönen Stream. Es war sehr geil, mal wieder beim PokerF dabei zu sein. Ich hoffe, es war auch eine geile Überraschung für die Leute, die ich schon angeteasert hatte mit dem ersten 151 Unboxing, was wir gemacht haben, wo ich gesagt habe, wir sind wieder beim PokerF drin und es gibt ein dickes Announcement. Ich hoffe, dass ich da die Erwartung nicht so hoch geschraubt habe. Aber ja, Dalo und ich werden jetzt unser eigenes PokerF-Format haben. Wir werden unsere eigenen Vintage-Box-Breaks machen. Start mit First Edition Base Set auf Deutsch. Und genau, danach werden wir auslosen, was auch anders als beim Pokergriff ist. Ich habe ja noch die alle anderen Wizards of the Coast Boxen. Da haben wir dann ein großes Glücksrad, denke ich, wo dann dran gedreht wird. Und dann entscheidet auch der Zufall, was das nächste Set wird. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ist noch einen guten Monat hin. Das ist natürlich auch für Dalo und mich viel Zeitaufwand, ne? An einem Tag 5 Stunden nach Hanau fahren für mich, dann da 4-5 Stunden Action machen, dann wieder 5 Stunden am selben Tag zurück. Aber das ist eine Sache, wo ich sage, ey, das ist so geil. Das haben wir schon so lange machen wollen, dass da freue ich mich auch riesig drauf. Das wird geil. Ich bin super gespannt. Und das ist ja, ich hatte ja damals 3 First Edition Base Sets. 2 habe ich aufgemacht. Die erste 2018, die zweite 2019. Das ist die letzte, die ich noch habe. Also ich habe dann keine Sealed mehr. Na, habe ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht, aber ich dachte mir, die liegen jetzt seit wie vielen, seit 3 oder 4 Jahren im Bankschließfach. Die sehe ich nicht. Also was bringen die mir, wenn die einfach nur dumm im Bankschließfach rumliegen? Dann machen wir es lieber so und ich weiß, was drin gewesen ist. Trotzdem habe ich dann die leere Box schön zum Hinstellen da und habe sie da, wo ich sie haben wollte, nämlich eigentlich nur als Item, um mir das hinzustellen aus Nostalgiegründen, ohne den Wert, der da drin ist, weil, ne, bei den Summen, über die wir da gesprochen haben, hätte ich Angst, das mir irgendwo hinzustellen mit Karten drin. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das wird geil. Kannst doch da schlafen. Am nächsten Tag ist der Laden leer. Ja, bei mir ist ja so, ich mache 7 Tage die Woche 12 bis 14 Stunden mein Shit. 10 Stunden mit Autofahren zu verschwenden, ist für mich so viel Zeit, die ich nicht produktiv sein kann, dass mich das da schon wieder 3 Tage stresst. Deswegen mein Plan wäre, ich setze mich morgens um 6 oder 7 Uhr ins Auto, bin dann um 13 Uhr oder so im Hanau, mache 3-4 Stunden den Boxbreak, dann ist irgendwann, was weiß ich, 18, 19 Uhr, dann fahre ich wieder 5 Stunden nach Hause und dann bin ich hier. Sorgt ihr dann dafür, dass ihr auch aktuelle Infos zum Wert der Karten habt? Na klar, also wir werden gucken, was die Hit-Karten in der PSA 9 und 10 wert sind, auch die ganzen Starter, also die Infos, die wollen wir euch natürlich auch geben. Ja, also klar, so ein paar Background-Infos bekommt er auch. Und wir werden uns ein bisschen mehr Zeit nehmen als der Pokergriff heute, um die Karten auch genauer anzugucken, dann vielleicht auch unsere Einschätzung zu geben, was die Karte gegradet sein könnte. Ob es eine 8, 9 oder 10 ist. Also ich denke, unsere Boxbreaks werden schon locker 3 Stunden lang gehen. Das wird nicht so schnell sein wie heute beim Pokergriff. Aber Pokergriff macht das auch seit 4 Jahren. Ne, irgendwann, wenn du die Box dann schon zum 100. Mal aufgemacht hast, dann ist es für dich selbst halt nicht mehr so besonders und dann willst du das halt schnell durchkloppen, damit du danach Zeit mit deiner Familie vielleicht hast. Aber ich denke, bei uns wird das alles ein bisschen entspannter und chilliger sein. Gut. Ja, dann bin ich für heute raus. War ein geiler Stream. Morgen ist Mittwoch. Morgen, also erstmal, bevor ich jetzt einen anderen Scheiß erzähle, für Leute auf YouTube, danke fürs Zusehen. Freue mich sehr auf eure Kommentare. Und ja, schreibt mir, was ihr davon haltet.
Und genau, schaut natürlich gerne bei den Card Buddies vorbei, dank dem wir heute beim Pokeref drin waren. Alle Packs heute hat Card Buddies bezahlt. Und wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, könnt ihr natürlich auch immer 5% sparen mit dem Code Trellux. Alles an TCG hier, auch Zubehör, findet ihr alles da. Schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Danke fürs Zusehen.